Marcel, zum Glück hatte mein Börsenfreund Andreas Bernstein auf Twitch das Ganze mit aufgenommen. Super gut. Und da wird das heute auch übertragen, das Ganze. Normalerweise ist das nur für Leute zu sehen, die sich direkt hier bei JFD anmelden, über die Seite von Gottmutsch weiter, nicht direkt bei JFD, weil ja bei Andreas bei Twitch auch ja sonst immer bei JFD sozusagen der Kalender dort mit reingestreamt wird. Also mein Webinar, das Highspeed Trading, findet ihr nicht auf der Seite von JFD. Es ist ein Überbleibsel, denn ich mache dieses Webinar schon viele, viele Jahre und ich hatte früher mal einen Trading-Service, wo man mir beim Live-Trading dreimal die Woche für mehrere Stunden über die Schultern schauen konnte. Und das Ding, ihr dürft raten, wie es heißt oder hieß, Highspeed Trading. Und da habe ich dann immer einmal im Monat konnte man dann immer for free halt reingucken. Und das Ganze wurde dann gesponsert von JFD. Bevor wir starten mit dem heutigen Ausbildungsanteil oder machen wir es anders, ich erkläre euch mal den Inhalt für heute. Und ja, für die, die das Video dann später bei YouTube sehen, es wird Kapitel geben und ihr könnt euch dann durch die Kapitel klicken. Müsste dann unten bei YouTube zu sehen sein. Ich mache das eigentlich immer, damit man halt dorthin springen kann, wo man das Ganze dann gerne hätte. Für alle, die es dann später bei YouTube schauen, lasst doch ein Like da oder abonniert die Glocke oder meinen Kanal. Zum Inhalt für heute, was habe ich für euch heute mitgebracht? Immer so ein bisschen Ausbildungsinhalt, bevor jetzt der Handel in den USA öffnet, nämlich Trading in der Sommer- und Urlaubszeit, da wo wir gerade drinne stecken, immer mal interessant auch darauf zu blicken, denn ich merke es auch selber, dass hier und da doch immer wieder Leute auch Probleme haben, in dieser Urlaubszeit ja vom Fleck zu kommen und treten halt mehr oder weniger auf der Stelle. Und ich möchte vielleicht so ein bisschen Anregung geben, auf was man achten kann, wie man vielleicht was umsetzen kann und so weiter. Dann soll es weitergehen mit der Handelsvorbereitung im Nasdaq. Ich habe früher sonst hier immer den Dow Jones gehandelt. Ich handle ihn privat zurzeit nicht mehr und habe mich mehr oder weniger auf den Nasdaq spezialisiert jetzt oder handelt den halt einfach. Klar, es gibt natürlich manchmal schönere Tage im Dow als im Nasdaq und auch umgedreht, aber im Grunde finde ich persönlich die Volatilität im Nasdaq halt höher, für meinen Handelsstil durchaus vorteilhafter. Dann werden wir in das kommentierte Live-Trading reingehen mit dem Stereo-Trader bis ca. 16:30 Uhr und dann die letzte halbe Stunde oder auch währenddessen, je nachdem, was uns der Markt halt zu bieten hat, mache ich eine Fragerunde. Alles, was euch zum Thema Scalping und Co. interessiert, werde ich dann beantworten. Also da nutzt dann ruhig das Fragetool bei GoToWebinar hier und stellt mir die Fragen. Vielleicht schaue ich auch später nochmal bei Twitch dann nochmal rein. Ich habe es zumindest die Webseite ist auf, da könnte ich dann auch nochmal zurückscrollen. Aber wenn ich hier zweimal den Bildschirm sehe, dann werde ich ein bisschen wahnsinnig. Ja, also ihr habt die Möglichkeit, das Webinar hier schön mitzugestalten und ich bin echt total begeistert, wie viele Leute doch trotz der Ferien jetzt hier vorm Schirm sitzen und nicht draußen im Freibad sind. Aber vielleicht ist auch bei dem einen oder anderen schlechtes Wetter. Gut. Genau, Recording ist gedrückt. Da keine Angst, weil schon die erste Frage kam. Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz. Ihr findet auch auf YouTube das vom letzten Mal. Es ist ein bisschen dunkel, das Ganze, aber es ist auf alle Fälle zu sehen. Ja, und da ging es um das Handeln mit Grids. Wir können da nochmal ganz kurz, kann ich da ja nochmal kurz mitnehmen. Also wenn ihr hier auf meinem Kanal seid, ihr könnt hier oben bei Channel Scalp HB eingeben. Und dann habt ihr hier JFD Brokers und das aus dem Juli ist hier mit dabei. Genau. Gut. Dann gehen wir mal rein in den Ausbildungsanteil, den ich für euch mitgebracht habe. Wie gesagt, auch wenn da Fragen sind, dann stellt mir diese und dann kann ich da nochmal dann auch vor dem Handelsstart hier nochmal drauf eingehen. Alright. Gut, dann Trading in der Sommer- und Urlaubszeit, das heutige Thema. Ach so, genau, ganz vergessen, bevor man einsteigt, noch schnell der Risikodisclaimer, dass das hier alles nur eine beratungsfreie Dienstleistung darstellt und dass es keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung darstellt.
Und da wir ja nicht nicht wissen, was ihr für Kontostände habt oder welche Absichten ihr habt, seht das Ganze hier als Marketingveranstaltung und keinerlei Aufforderung, das hier nachzumachen, was ich hier vormache. Das Ganze könnt ihr euch noch komplett durchlesen unter jfdbank.de rechtliches Risikohinweis. Dort findet ihr alle Informationen. So, dann gehen wir jetzt aber rein in den Ausbildungsanteil Trading in der Sommer- und Urlaubszeit. Ich habe mal einfach den Chart im 5, also 5-Minuten-Chart vom Nasdaq hier in dem Beispiel mal mitgebracht vom gestrigen Handelstag. Und ich denke mal, da fällt schon was auf, was man derzeit, was so typisch ist. Ich mache hier nebenbei noch meine Präsentation hier. So, na, komm mal her. Will nicht. So, gut. Alright. Also schauen wir uns mal an, was ist denn so typisch gerade für diese aktuellen Märkte? Typischer Charakter für diese Zeit, also vor allem, ja, Urlaubszeit ist so Juli, August, sind so, sage ich jetzt mal, so ziemlich die Monate, wo das Ganze sehr deutlich zum Tragen kommt, ja, weil fast ja jeder geht irgendwie mal in den Sommerurlaub, macht mal 2 Wochen oder 3 Wochen frei, ist nicht am Desk. Klar, es gibt viel algorithmischen Handel, aber dennoch fehlen einfach Entscheider, die auch entsprechende Orders losschicken. Und das macht sich oftmals bemerkbar in einem allgemein geringeren Handelsvolumen, so 20, 30, teilweise bis zu 50% weniger gegenüber anderen Monaten, die da gehandelt werden. Und ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen, ja, ich habe es aus Versehen zugemacht. Ich wollte euch nochmal das Handelsvolumen im Nasdaq zeigen und habe da aus Versehen natürlich die Webseite zugemacht, die ich da vorbereitet hatte. Aber wir finden es hier auf der Seite der CME, finden wir entsprechend den Nasdaq Future und können uns hier mal angucken, wie das Handelsvolumen hier nach unten gegangen ist. Also gestern wurden im Nasdaq Future 464.000 Kontrakte gehandelt. Ja, und wir waren hier mal bei 615.000, über 600.000, ja, Mitte August. Und wie gesagt, hier sieht man es, Ende Juli waren wir noch bei 780.000, manchmal auch 900.000 Kontrakte, die da gehandelt werden. Und das zeigt schon gegenüber jetzt die letzten beiden Tage hier, ja, von 500.000 Kontrakte, fast eine Halbierung, 20, 30% auf alle Fälle durchaus weniger. Ja. Beim DAX ist es, das Krasse ist, dass der DAX, nur mal als Beispiel, der DAX steht ja zwar jetzt nicht komplett ähnlich, aber auf einem fast ähnlichen Niveau. Der Multiplikator, ganz kurz, im Nasdaq Future beträgt 20 Dollar pro Punkt, im FDAX Future sind es 25 Euro pro Punkt. Ja, und wenn man das mal multipliziert mit den Indexständen, dann sind wir bei einem fast ähnlichen Wert. Also klar, ein bisschen ein paar tausend Unterschied. Aber das Krasse ist ja, dass wer es vielleicht weiß, was im DAX Future umgesetzt wird am Tag, ja, und was im Nasdaq Future umgesetzt wird. Also im DAX Future werden so um die 50.000 bis 60.000 Kontrakte, manchmal nur 46.000 Kontrakte umgesetzt. Also da sieht man schon, dass bei den Amis ja wesentlich höheres Volumen ist. Ja, also 500.000 zu 50.000, ja, das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Gut, also das ist ein ganz typischer Charakter für diese oder für diese Zeit. Und damit einhergehend haben wir oft eine geringere Volatilität. Also wer sich auch mal die ATR, die Average True Range auf Tagesbasis anschaut, der wird auch feststellen, dass die Schwankungsbreiten in großen Teilen natürlich geringer sind als zu Zeiten, wo viel mehr Akteure da sind. Und ansonsten, was wir halt auch oft sehen, sind so oftmals auch Spikes oder Squeezes in die eine oder andere Richtung, wo der Markt halt sehr schnell und plötzlich geht und dann fällt das ganze Ding wieder in sich zusammen und wir sehen halt dann keinen weiteren Handel. Ja. Als Beispiel, wenn wir uns mal anschauen, was gestern hier passiert ist, ja, wir haben hier im gestrigen Handel eine 60-Punkte-Kerze nach oben gesehen, fast komplett wieder abverkauft, dann nochmal 60 Punkte nach oben und dann ging es wieder hier zurück. Ja, also ganz typisches Bild. Oder wer sich jetzt nochmal anschaut, wo wir letztens die,
Warte mal, was waren das für Zahlen? Mir fällt es gerade nicht ein. Ach ja, die Inflationsdaten hatten, wo der Markt halt so nach oben gespiked ist und dann blieb er halt erstmal auf hohem Niveau stehen. Also er muss das jetzt nicht zwingend abkaufen. Aber diese Spikes, also große plötzliche Bewegungen im Nasdaq Future, so alles ab 60 Punkte, 70 Punkte oder auch 100 Punkte in 5 Minuten, ist da eigentlich kein Problem. Ja. Also das ist ein ganz typisches auch Charakter, dass wir oft heftige Bewegungen hin und her haben im Nasdaq, sehr, sehr lange Kerzen und damit da innerhalb der Kerzen findet natürlich schon viel Handel statt, aber teilweise haben wir hier Sprünge, das werden wir nachher auch dann bestimmt nochmal sehen, wenn die Märkte anfangen zu handeln. Ich habe den Dom dabei, also da kann man, da sieht man jede einzelne ausgeführten Kontrakt zwischen Limit-Käufern und Verkäufern. Dadurch, dass das Orderbuch relativ gering ist, also die Markttiefe, kann der Markt halt sehr einfach und schnell bewegt werden. Und das führt halt dazu, dass wir halt in der Eröffnungsphase hohe Volatilitäten sehen, oftmals keinen schönen Handel. Also ihr könnt euch die letzten Tage anschauen und ihr findet eigentlich meistens jetzt in der Sommerzeit so eine Eröffnung, wie wir das gerade hier haben, dass beide Seiten irgendwie gehandelt werden, aber nicht sowas, was man sonst auch gerne mal sieht, dass der Markt halt eröffnet und einfach mal so 2, 3 Stunden steigt oder fällt von mir aus, ja. Ja. Und wenn er halt schnell und stark steigt, das ist halt oft so, dass es dann nur, ja, ein kurzer Squeeze ist, 5 Minuten, 10 Minuten und dann ist halt wieder Ruhe im Karton und dann schläft das Ganze halt ein. Wartet mal. So. Genau. Oftmals sehen wir dann halt, dass nach 30 Minuten bis einer Stunde circa, so Richtung 16:30 Uhr, dann das Handelsvolumen immer weiter abnimmt. Die Volatilität wird nimmt auch stetig ab. Die Kerzen werden dann kleiner und das sieht man jetzt auch ganz hier. Wenn ihr euch mal vergleicht, die Kerzen, die wir hier zur Eröffnung gesehen haben und schaut euch das dann am Abend an, ist ganz klar, die Volatilität nimmt hier rapide ab. Und darin liegt halt auch oftmals ein Problem, wer jetzt der Meinung ist, er muss die Eröffnung handeln. Und ich meine, man kann ja die Eröffnung handeln und wenn es gut ist, hat man vielleicht hier auch nach 10, 15, 20 Minuten Feierabend. Das große Problem eigentlich entsteht aber, wenn wir in der Eröffnung vielleicht einen 20, 30 oder 50 Punkte Ausstopper haben und dann am Abend nimmt die Volatilität weiter ab und ich gar nicht mehr die Chance habe, diese 50 Punkte Verlust reinzuholen, dann kann es halt sein, dass man vielleicht dann höhere Risiken von der Positionsgröße einhergeht und wird trotzdem wieder ausgestoppt und am Ende hat man fast keine Chance mehr, den hohen Verlust, wenn am Abend die Volatilität immer geringer wird von der Früh, also für uns jetzt Nachmittag, wenn wir jetzt den Nasdaq uns betrachten, wieder reinzuholen. Ja. Kann manchmal gelingen, aber ist halt oftmals ein großes Problem. Zumindest war es früher auch bei mir so, wenn wir halt solche Phasen hatten, anfänglich hohe Volatilität und dann abnehmende Volatilität. Und wenn man es halt in der Früh mit den ersten paar Trades da jetzt mal nicht richtig gut getroffen hat und ein paar Verluste hatte, war es echt schwer, das über den Tag dann wieder reinzuholen. Ja. Weil einfach, man muss bei der geringen Volatilität ja entweder länger drinne bleiben. Ja, oder man muss halt wirklich so viel Geduld haben, weil der Markt halt gefühlt 100 Mal am Entry vorbeikommt. Man kann sich das ja auch relativ einfach vorstellen. Mal als Beispiel, man denkt, der Markt spikte von hier oben aus dann direkt weiter. Ja, klar, wenn man im fertigen Verlauf kommt, sagt, kommt keiner auf die Idee, dass man da oben long geht. Aber es kann ja durchaus sein, dass der Plan dann sagt, okay, der Markt steigt halt weiter. Ja, und wenn man dann seinen Stop-Loss hier drunter liegt, ja, wird man halt irgendwie ausgestoppt oder von mir aus auch hier. So, und das sind dann halt nur 10, 15 Minuten, in denen man hier drinne ist und bevor der Markt halt diese Strecke hier, das sind, ich sage jetzt mal 50 Punkte nur als Beispiel, ja, bevor der Markt hier die 50 Punkte abläuft, das ist von der 24,50 bis zur 74, also bis hierhin, ja, da seht ihr, da ist man dann schon, ja, Stunden investiert und wenn man hier vorne vielleicht den Long eingegangen ist und denkt, jetzt muss der Markt hier hoch, dann kommt der Markt halt noch mal alle paar Stunden hier am Entry vorbei, bevor er sich dann erst schlussendlich nach oben absetzen kann. Und das ist natürlich quälend, vor allem für mich als kurzfristiger Trader, kein gutes, ich sage jetzt mal,
kein gutes Metier, um da Profit zu machen. Ja. Genau. Was wir dann halt auch oft über den Tag halt sehen, ist stark überlappende Kerzen, die im 5-Minuten-Chart stetig die Hochs und Tiefs rausnehmen. Und meist haben wir nur ein oder zwei gute Bewegungen, wo die Trades, also was meine ich mit gute Bewegungen, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Aber eine gute Bewegung, wenn man es jetzt mal klassifizieren wollen würde, sage ich mal, glaube ich, würdet ihr mit mir jetzt übereinstimmen. Wahrscheinlich hier dieser 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Minuten, ja, wo man hier einsteigt und dadurch, dass der Markt halt konstant Strecke macht, kann man seinen Stop-Loss relativ schnell und konstant halt nach oben ziehen und der Markt kommt halt nicht nochmal zum Ausgang der Position vorbei und man hat hier die Chance halt wirklich Strecke mitzunehmen, wenn man hier bereit ist, auch den Stop nachzuziehen, ja. Macht man das, wie gesagt, als Beispiel, wir hatten es ja gerade eben schon hier vorne irgendwo oder etwas später dann, ja, da kommt man mit Stop-Loss nachziehen überhaupt nicht weit, weil der Markt halt ja hier einen wieder ausstoppt, obwohl man vorher, keine Ahnung, 20 Punkte im Plus war. Wenn man den Stop nachzieht auf plus 5 Punkte, wird man halt hier trotzdem ausgestoppt. Oder der Markt kommt halt wieder auf plus minus 0 zurück oder läuft halt nach einer Stunde dann nochmal ins Minus. Ja, und da muss man halt überlegen, wie man sich dann verhält. Also das meine ich mit konstant und schöne Bewegung. Und wenn ihr die letzten Tage zurückgeht, dann findet ihr eigentlich immer wieder eine dieser Bewegungen. Das Problem ist natürlich, dass diese Bewegung halt meistens erst in der Nachbetrachtung sichtbar ist für einen. Und im Einstieg ist sie genauso risikoreich wie der Einstieg an gleicher Stelle halt paar Minuten früher. Also wer hier eingestiegen ist oder hier eingestiegen ist und auf diese Bewegung halt setzt, also das drauf setzt und das hier macht, hat ein Problem und wer es hier macht, hat halt auch ein Problem. Also bei beiden Entries kommt der Markt halt auf null zurück und das macht halt das Ganze halt so schwierig. Aber für die Nachbetrachtung ist es trotzdem so, dass halt diese Bewegung sichtbar ist. So. Also von daher, das meine ich mit ein, zwei gute Bewegungen am Tag. Ihr könnt euch die Tage ja mal angucken. An manchen Tagen gibt es gar keine schöne Bewegung. Ja, und die Überlegung ist halt, wie kann man das Ganze jetzt handeln? Und das werden wir uns jetzt mal im zweiten Schritt angucken, nämlich wo liegen die Chancen und Risiken für das Trading? Ich habe hier noch einen anderen Tag jetzt mitgebracht, der 12.8. ist, glaube ich, letzte Woche Freitag gewesen, kann sein. Der, ja, letzte Woche Freitag, ja. So, das ist auch wieder ein 5-Minuten-Chart. Und bei volatil hin und her, so wie ihr das seht, ist dann nur die Frage, wo sind denn hier die Chancen und wo sind die Risiken? Ja. Klar, wenn ich mir jetzt mal angucke, ich sehe, der Markt, die gepunktete Linie hier, wo ich jetzt das blaue X hier ein, oder hier das X mache, das ist die Eröffnung um 15:30 Uhr. Wenn ich der Meinung bin, oh, jetzt unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze, jetzt fällt der Markt, ja, und ich gehe hier short, dann habe ich halt ein Problem, weil der Markt dann halt steigt. Ja. Oder man denkt sich vielleicht, naja, gut, über dem Hoch, jetzt steigt der Markt weiter, man geht long und sieht dann halt am Ende der 5-Minuten-Kerze, geht sogar unter das Tief der 5-Minuten-Kerze oder wenn ich selbst den Stop hier runterlege, werde ich halt später halt auch ausgestoppt. Also ganz klar, der Vorteil unter diesen Umständen, wenn der Markt so hin und her geht, liegt ganz klar darin, dass man über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze eher nach Short sucht und logischerweise unter dem Tief nach Long sucht. Heißt, wir würden hier oben eher, und da, das muss dann jeder für sich dann halt so definieren, wie weit darf der Markt halt von der 5-Minuten-Kerze davor halt hier drüber gehen? Oder ab wann, oder warte ich halt ab, bis er wirklich drüber geht und wenn er dann hier wieder runterkommt, dass man hier vielleicht dann so einen Short Trade als Einstieg sucht, um dann zu sagen, okay, das könnte für mich eine Idee sein, dass der Markt halt bis hier runter geht. Ja. Oder genauso, wenn man es jetzt noch nicht geschafft hat oder man sagt sich, okay, unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze darf der Markt halt XY-Punkte runtergehen, sobald er von dort aus wieder hochkommt, suche ich mir hier einen Long Trade und ziehe den Stop auch relativ schnell nach und wenn der Markt halt hochgeht, keine Ahnung, wäre das mein Ziel vielleicht, dass ich versuche, die Punkte mitzunehmen. Ja.
Also so kann man es halt vielleicht versuchen zu handeln, wenn man denn vielleicht eine gewisse Gruppe hat, wo sich der Markt dann halt einpendelt, dass man halt wirklich unter diesen Tiefs dann sagt, das wäre dann mein Long Entry. Also weil der Markt hier runtergeht und wieder hochkommt, dass man dann vielleicht überlegt, okay, dann nehme ich das hier Long. Ja, so. Und selbst wenn man jetzt hier sieht, am Ende der 5-Minuten-Kerze, ist der Markt jetzt über dem Hoch halt drüber. Ja, wenn jetzt die zum neuen Start der 5-Minuten-Kerze, in dem Falle hier war es ja so gewesen, ist der Markt ja ab Start der 5-Minuten-Kerze direkt nach unten gefallen, weil wir haben hier oben kein Docht, sondern es ging halt hier direkt mit neuer 5-Minuten-Kerze halt erstmal runter. Genau. Also das ist halt eine Idee, dass man so den Vorteil auf seine Seite holt. Ganz typisch für die Sommerzeit, dass man sagt, okay, wenn der Markt so hin und her spinnt und ihr werdet sehen, ihr habt viele Eröffnungen, wo das zurzeit so läuft. Ja. Dass man halt, wenn man halt das macht, über dem Hoch und Tief hier entsprechend sich das Ganze so sucht. Nur damit man so ganz grob weiß, um wie viele Punkte sich das hier Ganze handelt. Also die Kerzen hier sind circa 40 bis 60 Punkte lang. Also das sind schon auch einiges an Risiko. Wenn ihr euch vorstellt, ihr hüpft hier oben vielleicht prozyklisch in den Trade halt rein, long da oben, und der Markt rennt erstmal 60 Punkte gegen euch. Ja, ist vielleicht schon teuer. Ja. Ja, und da muss man halt dann schauen, ob man dann überlegt, vielleicht entgegen dessen zu handeln. Gilt jetzt nicht nur für diese Zeit, das gilt eigentlich für alles, was ihr bei euch auch handelt oder was ihr selber handelt, immer zu überlegen auch, ich sage jetzt mal, sich die Märkte herzunehmen, immer mal 1, 2 Wochen zu schauen, wo hätte ich dann bei diesem Markt meinen Vorteil gehabt. Natürlich ist das immer in der Nachbetrachtung. Und dann muss man mal schauen, ob man das halt auch in echt umsetzen kann. Ist man in der Lage, vielleicht an Punkten einzusteigen, wo ich weiß, okay, vor einer Woche wäre das bei dem Gebilde, was ich heute gerade sehe, der perfekte Punkt, um dort Long oder Short einzusteigen. Man macht es vielleicht nicht, aber man sieht vielleicht, okay, ich mache es vielleicht noch nicht in echt oder im Demo, selbst im Demo, dort traut man sich vielleicht nicht, sondern man legt sich halt einfach nur einen Punkt rein, schreibt sich hin, okay, unter dem Tief, der Markt kommt zurück. Das ist mein Long-Punkt. Hier müsste ich eigentlich long gehen. Aufgrund meiner Analyse der letzten Wochen, Monate wäre das halt interessant. Und man sieht dann halt auch, dass der Markt halt eher 10, 20 Punkte nach oben läuft, als dass er hier komplett nach unten weggeht. Und mein Risiko war hier doch in dem Trade in der Nachbetrachtung vielleicht erstmal relativ gering, weil der Markt hier nur 5 Punkte oder 10 Punkte gefallen ist, bevor ich halt 20, 30 Punkte rausholen konnte. Das ist halt die Idee dahinter. Und so macht euch auf die Suche auch als Tipp, sucht für euch nach in der Vergangenheit, nach typischen Merkmalen, vielleicht auch, wo ihr komplett anders gedacht habt und der Markt ist komplett konträr zu dem gelaufen, was ihr gedacht habt. So kommt ihr vielleicht dem Markt und seiner typischen Struktur auf die Schliche und könnt auch so euer Trading verbessern. Ja. Gut, natürlich ist da der Vorteil bei dem Hin und Her ganz offensichtlich. Ja, solange der Markt halt hin und her geht, hat man den Vorteil auf seiner Seite. Aber ihr seht ja, das Bild ist zum Teil auch noch ausgegraut oder überdeckt hier mit einem virtuellen Blatt Papier. Denn ganz klar ist, bei einem Trend ist der Vorteil nicht mehr auf eurer Seite. Logischerweise, weil sonst wäre es ja zu einfach im Trading. Und ich habe das Ganze jetzt hier mal aufgezoomt oder freigelegt. Denn bei einem Trend habt ihr das Problem, dass wenn ihr eventuell über dem Hoch jetzt einer Kerze, ja, der Markt kommt vielleicht in der 5-Minuten-Kerze hoch und kommt wieder runter, ja, und ihr geht jetzt hier short, weil ihr denkt, okay, der Markt mit dem Hin und Her hat ja hier vorne auch geklappt, ja, weil man hier ist man hier short gewesen in dem Bereich. Da hat es ja auch geklappt. Also, why not jetzt wieder? Ja. So, und dann am Ende der 5-Minuten-Kerze schließt die Kerze halt oben. Ja, und dann denkt man sich, ach komm, ich gebe es noch nicht auf. Vielleicht über dem Hoch der neuen 5-Minuten-Kerze sucht man sich dann nochmal einen neuen Short-Entry. Vielleicht dann hier noch an einem Widerstandsbereich, den man für sich dann definiert hat. Ja, sagt man sich, ah ja, komm, das ist hier Widerstand, was soll's? Ja, dann gehe ich halt hier nochmal short. Nur als Beispiel, ich kreiere das jetzt nur.
Ja, und dann hat man halt das Problem auf seiner Seite, weil sich die Struktur hier verändert hat, weil der Markt von da unten aus gesehen, das ist, wie gesagt, letzte Woche Freitag, wenn ihr seht, der Markt ist jetzt hier mit ganz vielen Kerzen stetig gestiegen, ja, und konnte hier dann das, was er vorher stetig gefallen ist, halt wieder neutralisieren. Also die Struktur hat sich verändert. Hier nach einer Stunde ungefähr, das hier ist so 16:30 Uhr unserer Zeit, ja, also nach einer Stunde gab es dann diese eine Bewegung. Also gestern war es so 17:15 Uhr, wo diese Bewegung eingesetzt hat. Also da mal so ein bisschen drauf gucken. Und ihr seht halt, dass da natürlich ihr den entgegen dessen handelt, ja, und manchmal, wenn ich auch manchmal in den Trade eingehe oder auch Live-Trading mache oder wie letztens in einem Coaching, wo ich sage, okay, der Markt hat jetzt hier 15 Minuten hin und her, ist hier 15 Minuten hin und her gelaufen und dann denke ich mir, okay, ich handle das jetzt so von unten aus, die Longs und von oben die Shorts. Ja, dass sie da manchmal denkt, also der Teilnehmer hat gesagt, Heiko, bist du wahnsinnig? Wie kannst du denn da unten Long gehen und danach ist der Markt halt gestiegen oder oben halt Short und danach ist der Markt halt gefallen? Weil das natürlich, wenn man das weiß, der Markt halt einen so den Vorteil gibt, aber man muss halt auch dann, man darf sich dann dazu sehr nicht drauf festlegen, denn wenn der Markt die Struktur verändert und doch nur Order im Markt halt ist, dann ist man immer dagegen und da muss man dann nach ein, zwei Ausstoppern einfach sagen, gut, ich muss mal kurz mal aufstehen, eine Runde um den Tisch gehen und dann gucken, vielleicht das Bild dann nochmal neutral betrachten und dann sieht man halt, wo man vielleicht gerade steht oder was der Markt gerade macht. Ja. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier uns mal anschauen, wie könnte man dann in einem Trend handeln? Also was vielleicht nicht wirklich so zu empfehlen ist, wenn man an einem Hoch long geht. Also in diesen Marktphasen aktuell, klar, so ein Breakout hier durch das Hoch kann immer mal gut gehen, aber an einem Hoch long zu gehen, ist oftmals das Problem, dass man einfach, wenn man sein Risiko bestimmt und man hält das jetzt so unter dem Tief der 5-Minuten-Kerze, dann ist es ja zu dem Einstieg schon relativ weit weg und das muss der Markt ja erstmal nach oben dann gehen. Und wenn der Markt das nicht mehr gehen kann und dann zurückkommt, wie hier auch in diesem Fall, dann ist man mit einem prozyklischen Einstieg vielleicht zu spät schon. Und auch hier, wenn man jetzt hier sieht, über dem Hoch den Long reinzunehmen, klar, wir wurden jetzt in dem Falle hier nicht ausgestoppt, aber man muss halt erstmal den Rücksetzer wieder verkraften. Ja? Und deswegen vielleicht einen Einstieg direkt am Hoch, was man vielleicht so prozyklisch kennt, eher nicht zwingend zu empfehlen, weil auch hier bei dem Trade, ja, wartet man wieder 15 Minuten oder so, bis der Markt bei plus minus null ist. Ja, und auch hier der Stop mit, ja, 30, 40 Punkte, vielleicht auch viel zu weit für die Volatilität. Und das sollte man hier vielleicht tunlichst vermeiden. Ja. Ja. Und von daher ist es so, dass man hier dann überlegen sollte, ob man da oben entsprechend noch long geht, ne? Weil der Stop-Loss relativ weit weg ist. Und wenn der Markt halt da nicht die Strecke nochmal gehen kann, dann hat man dort durchaus das Problem auf seiner Seite. Gut, wie kann man es vielleicht ein bisschen besser machen oder wo könnte der Vorteil des Ganzen liegen? Wenn wir solche schönen Trendbewegungen haben, wo die Kerzen halt kontinuierlich in eine Richtung gehen, dann kann man durchaus überlegen, immer den Long im unteren Drittel einer 5-Minuten-Kerze zum Beispiel zu suchen und den Short dann entsprechend im oberen Drittel einer 5-Minuten-Kerze. Heißt, hier bei der ersten Long-Kerze, wenn man im unteren Drittel das sucht, kommt man nicht rein. Hier hat man vielleicht das Glück, dass man eventuell gerade so reinkommt. Hier kommt man auch eigentlich relativ tief rein. Wenn man hier bei so einer schwarzen noch reingeht, kommt man auch ziemlich tief rein, im unteren Drittel oder auch hier bei der langen kommt man auch im unteren Drittel durchaus ganz gut rein und hätte dann, wenn dann der Markt halt steigt im Trend, nämlich zum letzten Hoch, den Vorteil auf seiner Seite, dass wenn man mal als Beispiel jetzt hier unten den Trade hier eingegangen ist oder vielmehr hier unten, wenn der getroffen hätte. Wir werden es nachher auch sicherlich im Live-Trading sehen, wenn der Markt uns so eine Struktur hinstellen sollte, wenn man versucht, hier im unteren Drittel der vorhergehenden Kerze, das ist nun hier vielleicht nicht ganz so das super optimale Beispiel, ist nicht, hätte ein bisschen weiter nach unten gehen müssen. Jetzt habe ich mir nun aber gerade an diesem, so.
dass man halt bis zum letzten Hoch oder bis zum neuen Hoch dann schon sich über den Gewinn unterhält oder wie ich den Trade manage, anstatt halt über das Risiko. Ja. Und das Risiko, wenn man dann doch ausgestoppt wird, ist hier unten, wenn man so möchte, wesentlich geringer als das Risiko am Hoch einzusteigen. Na, komm her. So, wollte ich es einzeichnen. So. Also man wird auch ausgestoppt werden, ganz normal. Aber es ist halt vielleicht doch geringer das Risiko, als wenn ich allein nur hier oben einsteige mit einem Long Trade, ja, am Hoch. Und falls der Markt halt in der Folgekette doch zu runterkommt, dann ist der Stop-Loss per se allein schon im 5-Minuten-Chart relativ lang. Und wenn es dann doch ausgestoppt wird, ist das Risiko relativ hoch. Klar, man kann das über sein Stop-Management halt oder über die Positionsgröße regeln, indem man sagt, egal ob 5 Minuten, ob ich tief oder hoch einsteige, am Ende verliere ich halt nur 100 € als Beispiel. Das kann man regeln mit der Positionsgröße und dem Abstand zum Stop. Aber es ist ja doch schöner, mit einem kleinen Risiko, also geringeren Punkterisiko zu arbeiten, vielleicht mit einer etwas höheren Positionsgröße. Und wenn der Markt dort ins Ziel läuft, dann hat man vielleicht seinen Tag schon fertig. Ja. Genau. Das ist halt eine Möglichkeit, in den Trend einzusteigen. Weitere Möglichkeiten wäre es, noch auf Außenkerzen im 5-Minuten- und 1-Minuten-Chart zu achten. Da habe ich jetzt hier kein Beispiel dabei. Also was, oder schon eins dabei, worauf ich dann immer achte, ist, wir haben hier so eine Außenkerze und ihr seht, ups, und man sieht, dass diese Außenkerze in einem Trend halt relativ gut gehalten wird. Und vor allem auch, wenn man vielleicht jetzt der Meinung ist, der Markt muss jetzt fallen oder sollte jetzt fallen oder man hat ein Setup, dass der Markt jetzt gerade möglicherweise fallen könnte und ihr seht, dass der Markt diese Außenkerze per Du nicht verkaufen will oder dort halt wieder reagiert, dann müsst ihr oder solltet ihr vielleicht überlegen, auch aus dem Short vielleicht auszusteigen, weil der Markt halt einfach diese Tiefs nicht rausnehmen kann und ihr werdet das sehen, bei guten Trendbewegungen läuft das teilweise über Stunden hinweg so. Oder über halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wo der Markt einfach nicht sozusagen so eine Außenkerze rausnimmt. Ja. Und auch hier, diese Außenkerze wurde überhaupt, glaube ich, nicht mehr unterschritten und später ist der Markt dann halt einfach nach oben weggelaufen. Ja. Ja. Gut, also von daher da auch ein bisschen drauf achten. Im 1-Minuten-Chart gibt es da auch manchmal richtig gute Setups dazu. Wenn der Markt auch in einem Trend ist, dann kann auch eine Hilfe sein, wenn man im 1-Minuten-Chart einfach schaut, wie laufen. Als Beispiel, ihr könnt da jegliche andere Zahl als EMAs nehmen. Also EMAs abgekürzt exponentiell gleitende oder Moving Average, also gleitende Durchschnitte. Und wenn ihr die halt nehmt, könnt ihr mal schauen, wie das Ganze dann ja dort, wenn die halt konstant steigend sind, dann kann man an diesen EMAs halt lange handeln. Wer jetzt genau diesen Freitag hier hernimmt, ich kann ja da nochmal zurückscrollen auf den Freitag oder vielleicht finde ich jetzt hier auf die Schnelle. Mal gucken, das Bild. Habe ich jetzt gerade nicht parat, das Bild. Ah doch, genau, hier ist es. Da seht ihr, das ist der Freitag, wie der Markt halt hier an diesem kleinen Durchschnitt, blau ist der bei mir hier, der 30er Durchschnitt, wie der Markt dann halt am Freitag, wie an der Schnur an diesem gleitenden Durchschnitt halt langgezogen wurde. Ja. Und darum geht es dann halt dann zu überlegen, okay, wenn das halt passiert, dann sollte ich vielleicht auch von meinem antizyklischen Handeln über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze Short darunter Long vielleicht davon absehen. Ja. Genau, so das war so der Ausbildungsanteil und der Markt hat jetzt gerade aufgemacht. Wir schauen uns jetzt gleich mal die Öffnung hier an und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr das dann stellen. Gut, also hier sehen wir jetzt hier die volatile Eröffnung und mal sehen, wohin sich das Ganze halt auflöst. Ja. Gut, von der Analyse her. Na, jetzt habe ich zu.
So, dann von der Analyse her, wenn wir von oben aus anfangen, also vom Tageschart mal, also ich handle die ersten 5 Minuten sowieso nie. Also wenn wir hier im Tageschart uns befinden, dann hat der Nasdaq das geschafft, was die anderen noch nicht geschafft haben, der S&P und der Dow, nämlich, ich glaube der Dow auch noch nicht, nämlich das Hoch hier aus dem April, Ende April, Anfang Mai hier rauszunehmen. Das haben wir hier schon geschafft, sind schon ein Stück darüber. Ich habe jetzt mir hier noch so ein lokales Tief markiert, ein Tagestief und das Tageshoch von der einen Kerze als mögliches Ziel, wenn es nach oben geht. Ja, und es würde mich aber auch nicht verwundern, wenn wir mal einen Tag bekommen, vielleicht, wo der Markt halt auch unter diesen Unterstützungsbereich drunter fällt und von mir aus darf der Nasdaq auch hier mal ein paar Tage korrigieren. Wir haben jetzt von hier unten aus gesehen, ja, einen starken Anstieg gesehen. Ja. Also mal gucken, wie sich da der Markt verhält. Also auf Tagesebene ist der Trend als solches intakt, solange wir das Tagestief von gestern hier nicht rausnehmen oder auch hier nicht unterhalb dieser beiden Tageshochs handeln von einem Freitag und das, was ich hier vom 26.04. habe, ist der Markt halt für mich immer noch von unten eher long zu greifen. Ja, und mal sehen, ob wir da einen Trade entsprechend hier bekommen. Genau. Dann habe ich darunter noch den Stundenchart. Hier sehen wir dann noch mal ein bisschen besser, wie der Markt dann im Detail halt läuft. Man kann sich da auch durch die Zeiteinheiten klicken und kann das dann auch von mir aus auf 30 Minuten Chart gehen oder 15 Minuten Chart. Ja, das ist ja kein Problem. Nur damit man einfach einen Überblick hat, wo stehen wir denn in einer höheren Zeitebene, weil das ist das, was ich hier in der Mitte in meinem Trading Chart ja dann nicht mehr sehe. Ja, da sehe ich das dann nicht mehr, wo wir da halt wirklich stehen. Gut. Dann habe ich links noch die Top-Aktien, wenn man so will, die Schwergewichte. Die erste ist die Apple-Aktie, darunter die Microsoft, dann die Amazon und dann habe ich noch eine Tesla als volatiler oder Beta-Wert mit dabei, wo halt öfters mal auch eine Bewegung rauskommt. Ja. Genau. Denn schlussendlich, der Index ist ja nichts anderes als, ja, wenn die Order nicht im Future liegt, nichts anderes als, dass ja, in Teilen sozusagen repräsentiert es ja einfach nach der Berechnungsgrundlage den Wert aller Einzelwerte wieder. Ja, und wenn die Einzelwerte entsprechend gewisse Bewegungen machen, dann reagiert logischerweise der Index darauf. Und wenn die Top 2 Aktien alleine, ja, die Apple und die Microsoft zusammen sind alleine, machen von dem Nasdaq 100, das sind ja 102 Werte, aber prinzipiell von den 100 Werten machen diese beiden Werte 23% des Index aus. Ja, also fast ein Viertel dessen, was an Bewegung hoch und runter geht, tragen die Apple und die Microsoft-Aktie. Ja, und klar ist, wenn die irgendwie eine große Bewegung machen oder auch eine Tesla vielleicht mal so eine 10% Rallye macht, Tesla ist jetzt kein so ein großes Schwergewicht, aber dann hat das sicherlich auch eine Auswirkung auf den Index. Gut, dann schauen wir mal, wie weit kann denn, oder die Frage, die sich mir hier stellt, wie weit kann der gestrige Anstieg hier denn heute korrigiert werden? Und wir schauen mal vielleicht, ob man das umsetzen kann, was wir hier entsprechend ja heute uns auch ausbildungstechnisch in der Urlaubszeit angeguckt haben, dass vielleicht der Markt jetzt keine Trendbewegung hinlegt und dass man hier vielleicht diese Trades umsetzen kann nach diesem Charakter oder nach dem Schema unter dem Tief Long und über dem Hoch entsprechend einer 5-Minuten-Kerze darüber nach Shorts Ausschau zu halten. Ne? Genau. In der Mitte hier seht ihr den 1-Minuten-Chart in Schwarz-Weiß und darunter mit Braun und Blau seht ihr entsprechend den 5-Minuten-Chart. Damit habe ich zwei Zeiteinheiten in einem einzigen Chartfenster, was für mich durchaus hilfreich ist. Gibt manchmal so gewisse Strukturen, dass genau in der ersten Minute der 5-Minuten-Kerze eine Impulskerze gibt.
Das sieht man meistens nur, wenn es wirklich große Orders gibt, dass genau immer mit einer neuen 5-Minuten-Kerze dann der Impuls startet. Und das sieht man halt sehr gut, wenn man hier zwei Zeiteinheiten verbunden hat oder verknüpft hat. Man kann auch, ich könnte auch jede andere Zeiteinheit nehmen. Ja, ich könnte ja auch einen 6-Minuten-Chart reintragen. Also, ja, und wenn ich eine 8 dort eintrage bei Bars, dann fasst er mir als Kerze die letzten 8, dann hätte ich einen 8-Minuten-Chart. Ja. Macht jetzt für mich jetzt nicht so viel Sinn, aber könnte man machen, wenn man wollte. Ja. Genau. Wie stark man den Chart sieht, kann man ja auch einstellen. Könnt ihr auch auf 80% gehen. Na, dann wird das Ganze noch dunkler. Denke aber, 30% ist ein recht guter Wert. Genau. Man kann das auch relativ schnell ausschalten. Wenn es einmal nervt, kann man es auch ausschalten. Ja. Gut. Ja, erste 5-Minuten-Kerze, eine Punktspanne hier von 48 Punkte. Genau. Ja, hier auf der rechten Seite, das hat man in einem CFD nicht, das ist der Nasdaq Future. Und ganz rechts ist, sieht man jetzt alle ausgeführten Kontrakte, wo ich das jetzt gerade neu gestartet habe. Und ja, da in der Mitte sieht man alle limitierten Kauf- und Verkaufsorders und der Markt kann halt immer nur fallen oder steigen, wenn diese entsprechenden Orders ge- oder verkauft werden. Ja. Genau. So. So, also man sieht hier, selbst jetzt heute hier im 1-Minuten-Chart diese stetigen Richtungswechsel, also eine Minute 16, 17 Punkte hoch, nächste Minute 16, 17 Punkte runter. Ja, ich habe jetzt hier noch keine wirkliche Idee. Also wir haben jetzt hier das lokale, den Unterstützungsbereich herausgenommen. Das war, ich gehe mal hier auf den 5-Minuten-Chart only, damit man hier vielleicht das Bild noch ein bisschen besser sieht. So, also wir sind jetzt hier. Und dieses Overnight-Tief, wenn man so möchte, also das vorbörsliche Tief, drunter gefallen. Und jetzt ist halt die Frage, wie weit kann der Markt das korrigieren? Mögliches Ziel wäre halt die 13.581, denn hier runter in den grauen Preisbereich. Und wenn es halt geht, dann, falls da auch der Markt nicht hochkommt, dann sogar hier runter bis 13.520. Komm, bleiben wir hier drüber, dann halt die mögliche Idee, dass der Markt vielleicht wieder in diese Range zurückkommt und oberhalb von 13.600 ganz grob dann auch wieder schafft, hier in Richtung 13.640 zu laufen. Ja, das wäre so gerade so die Trading-Idee. Genau. Ja, sehr lange Docht und Blunden aktuell hier. Seit der Eröffnung habe ich noch keine wirkliche Idee, was der Markt hier vorhat. Was wir jetzt sehen, ganz unten die Tesla-Aktie. Leichte Käufe, cool wäre natürlich, wenn die Microsoft aus dieser Seitwärtsrange hier ausbrechen würde, das Gap schließen würde nach oben, dann wäre es vielleicht für einen Long Trade noch ein bisschen einfacher, wenn die restlichen Werte hier mitkommen. Aber ansonsten, ja, mal sehen, wohin das Ganze jetzt hier läuft. So, falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne stellen. Wie gesagt, aktuell, ich warte jetzt natürlich hier im Sinne dessen, was passiert bei einem Test der 13.581 bis hier runter. Vom Handel her vielleicht, ich handle mit zwei CFDs, Positionsgröße 3 Stück, also dass man auf 6 kommt. Ja, Risiko so um die 1.000 € am Tag. Stop-Loss bei mir aktuell immer nur 20 Punkte auf die Gesamtposition. Bedeutet, wenn ich aber nur eine Position reingehe, könnte ich mir theoretisch sogar 60 Punkte Stop leisten, würde genauso viel verlieren, wie wenn ich mit drei Positionen 20 Punkte Stop habe. Also so könnte ich das, kann ich mich dann immer noch ein bisschen schützen, falls ich mit der ersten Position nicht richtig gut drinne bin. Ja, und genau. Gut, 5-Minuten-Kerze hier fertig. Wir können ja mal hier den 5-Minuten-Chart only anlassen. Mal sehen, was er jetzt hier in der ersten Minute macht. Und wenn wir hier durchbrechen, würde ich dann schon nochmal gucken, ob man hier unter dem Tief den Long nochmal trifft. Wenn wir davon ausgehen oder unterstellen, dass wir hier dieses Hin und Her halt haben.
Oder halt natürlich über dem Hoch dann halt den Long, den Short zu suchen. Ja. Gut, jetzt also ja, gleiche Tiefe aktuell, wenn man so möchte, und direkt halt in der ersten Minute hier sehr gut angestiegen. Ja, 10, 15 Punkte. Ich glaube, denn man sollte auch da gucken, dass man dann die 10, 15 Punkte halt mitnimmt dann. Ja. Schön wäre es gewesen, zumindest kurz das Tief rauszunehmen und dann zu steigen, ist für mich da ein bisschen schöner. Frage, wie komme ich auf die 13.581,5? Das ist das Tageshoch von diesem 26.04. Das ist bei mir dort. Gesagt, also ich möchte halt unter dem Tief halt long gehen, nicht hier irgendwo da drinnen, sondern so, wie man das jetzt gerade da in dem Ausbildungsanteil gesehen haben. Ja. Ob das jetzt ein Reversal ist, keine Ahnung. Für einen Reversal bräuchten wir halt, müsste der Markt halt auch mal die Hochs im 5-Minuten-Chart brechen, halt auch weggehen. Also bräuchte man halt ein bisschen Kontinuität. Kann sich natürlich hier andeuten, wenn wir hier versuchen, da oben die Microsoft, die zweite Aktie, die versucht hier sich in Richtung Gap Close, da könnte es dann was werden. Ja, und da muss ich natürlich jetzt auch ein bisschen mit überlegen, wenn jetzt natürlich Apple und Microsoft ihre Gaps hier schließen, ihre Öffnungskurslücken, ob ich da über dem Hoch auch nochmal short gehe. Das, was ihr hier seht, ist der MetaTrader 4 und dahinter das Management-Tool sozusagen ist der Stereo-Trader, mit dem ich das Ganze hier handle. Ja, bis jetzt halt innerhalb der Kerze 20 Punkte hin und her geballert. Naja, mehr ist es jetzt auch nicht. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, versucht auch in der Urlaubszeit, also jetzt vor allem jetzt so Richtung, das wird richtig schlimm jetzt, weil so jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen bis September wirklich fast alle im Urlaub sind. Auch die Amis fangen erst, bei denen sind auch erst ab der ersten oder zweiten Septemberwoche, glaube ich, dann so die Ferien oder na, wie heißt das? Semesterferien halt so vorbei, sofern ich da belesen bin oder richtig belesen bin. Und da ist es halt auch so, dass ja, es wird halt, man merkt das dann auch, und man sollte bei sowas halt auch, also klar, man kann zu jeder Zeit klicken. Ich meine, der Klick ist das Einfachste im ganzen Trading. Aber es bringt halt nichts, wenn man halt reinklickt und der Markt dann plötzlich 20, 30 Punkte gegen einen läuft oder 100 Punkte oder man dann dasteht und sagt sich, oh Gott, was jetzt passiert? Dass man halt hier auch geduldig ist. Also manchmal kann es sein, dass gestern habe ich gar keinen Trade gemacht. Ja. Ich habe abends dann einen gemacht. Aber es kann ja durchaus sein, dass man manchmal hier auch sehr lange da sitzt, weil klar, der Klick ist zu jeder Zeit möglich, aber er soll ja trotzdem profitabel, also versucht werden, profitabel umzusetzen. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problem. Wir haben nur noch eine Minute. Das ist halt das Schöne hier auch im StairTrail. Wir sehen, wie lange die 5-Minuten-Kerze noch hat. Jetzt bricht sie halt aus. Hier in der letzten Minute. Ja, und das ist halt so ein bisschen problematisch. Jetzt komme ich hier an dieses Hoch ran, da vom 26.04. Jetzt muss ich natürlich warten, bis die Minute zu Ende ist. Und jetzt kommen wir aber schon dahin, wenn wir uns mal anschauen, wie sind jetzt hier die lokalen Hoch- und Tiefpunkte, dann sehen wir, das ist das Eröffnungshoch, die 5-Minuten-Kerze danach, die 5-Minuten-Kerze danach, die 5-Minuten-Kerze danach. Und jetzt haben wir auch noch das Tief rausgeholt aus dieser Außenkerze. Ich weiß jetzt noch nicht, vielleicht schließen wir auch wieder drinne. Aber ihr seht, von den Hochs her gesehen haben wir leichten Druck drinne, ja. Auch, und bei den Tiefs muss man jetzt halt dann wirklich überlegen, ob man dann sich diese Tiefs dann halt hernimmt und diese halt noch handelt. So, jetzt haben wir 10 Sekunden noch. Ich werde sicherlich jetzt einen Long Trade, wenn die nächste Minute dann durchgeht nach unten, mal gucken, ob ich hier einen Long Trade habe. Ich habe hier noch einen so ein Level. Ja, also wenn die Kerze jetzt umdreht, dann würde ich hier oben gucken, ob ich hier den Long Trade bekomme als Buy Stop. Ja, also dann mal sehen, wie weit wir hochkommen. Ja, das wäre dann so ein mögliches Ziel. Wenn die Kerze jetzt einfach nach unten durchhaut, kann man immer noch mal überlegen, ob man dann halt. Also ich würde jetzt den Long nur machen, wenn die Kerze, das weiß ich natürlich dann nicht, wie die am Ende der 5-Minuten-Kerze ausschaut. Klar, wenn die jetzt hier auf Long dreht, muss sie ja nicht Long bleiben. Ja.
Schön wäre es, wenn die Kerze 2 Minuten da unten rumeiert und die letzten 2 Minuten dann halt ansteigt. Wenn es jetzt in der ersten passiert, dann ist es halt auch so. Aber wir sehen ja jetzt hier schon Druck drinnen und jetzt kann man ja machen, okay, was wäre jetzt, wenn der Druck halt aufrechterhalten bleibt? Heißt, dann würde ich natürlich hierher gehen und den Short nur hier im oberen Drittel halt suchen. Ja, ich würde jetzt hier unten nicht Short gehen, weil wo ist das Risiko? Das Risiko ist einfach viel zu hoch, dass wir in diesem Short zu tief drinnen sind. Klar, wenn der Markt jetzt einfach korrigiert und fällt, dann ist das okay. Ja, aber hier unten macht eher Sinn, durchaus mal noch nach einem Long zu gucken. Also es ist von der Struktur her schon so, dass der Markt jetzt abwärts ist und vielleicht auch weiter abwärts bleibt. Aber es geht immer um das Risiko. Und das Risiko in einem Trade habe ich erstmal, solange der Markt halt, wenn ich jetzt hier Long klicke und der Markt fällt nicht weiter, dann ist das Risiko auf meiner Seite. Ja, und wenn er klar nur ein paar Punkte steigt und dann weiter fällt, dann habe ich das Risiko des Ausstoppens genauso. Aber wenn ich euch jetzt so vorstelle und das, was ich ja gerade im Ausbildungsanteil gesagt habe, ist, wenn ich hier Short gehe, wo ist mein Stop-Loss? Mein Stop-Loss ist natürlich da oben. Und das sind von hier aus, von der 73 bis zur 15, ja, das sind das 40 Punkte. Und wenn der Markt halt wirklich ansteigt, ja, da habe ich halt ein Problem, da habe ich halt 40 Punkte Risiko. Ja, wenn ich hier unten long gehe und der Markt fällt weiter und ich kann meinen Stop hier setzen von 20 Punkten, dann liegt der halt ja irgendwo im Nirgendwo und klar kann er mich auch ausstoppen, aber wenn er halt hochgeht, dann habe ich halt den Long hier auf meiner Seite. So. Gut, jetzt dreht der Markt hier um, mal gucken, ob wir uns reingeholt werden in den Trade. Ja, wenn jetzt natürlich hier unten oben die Werte jetzt noch komplett wegdrehen, dann muss man halt gucken. So, jetzt sind wir drin in dem Trade, haben 23 Punkte Risiko, wird es mal hier ausweiten unter das Tief der Kerze. Und was wir jetzt mal machen können, ist zu gucken, okay, wir wissen ja, wir haben jetzt vom Hoch aus gesehen lauter entsprechende fallende Hochs. Ja, und ich würde jetzt hier mal Folgendes machen, dass man sagt, okay, wenn der Markt jetzt hier nicht wirklich hochkommt, dass man sagt, der schafft jetzt vielleicht nur maximal dieses obere Drittel, ja, dann wäre das hier schon so mein Ziel, wo der Trade dann entsprechend rausgehen würde, ja. Weil wir ja schon auch eine Tendenz haben. Abwärts. So, jetzt natürlich nur noch 1 Minute. Jetzt ist es so, dass ja die Kerze nicht wirklich stark überlappt. Jetzt müsste ich darauf setzen, dass im besten Falle wir, und jetzt kommen wir genau zu einem Punkt, wenn wir jetzt überlegen, was wir gerade ja gesagt haben, über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze, jetzt haben wir genau das Hoch getroffen, über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze müssten wir ja dann wieder auf Short gucken. Also kann sein, jetzt, das wissen wir ja vorher nicht, haben wir genau das Hoch der Kerze getroffen, also so wenig überlappt nur, dass wir hier auch hergehen müssen und sagen, okay, sobald der Markt das Hoch dieser 5-Minuten-Kerze bricht, der aktuell laufenden, muss ich sehr, sehr schnell sein und vielleicht sofort raus und sei jetzt mal Risiko hin oder her, vielleicht den Trade dann halt direkt beenden, ne? Weil, wie gesagt, wir haben es ja gerade im Ausbildungsanteil gehabt, über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze wäre dann entsprechend ja, der Trade wieder kaputt, ne? Oder könnte wieder komplett runterdrehen. Gut, hier unten das mögliche Ziel hat er eigentlich ganz gut erreicht, aber ich jetzt zu langsam habe jetzt hier auch den Trade jetzt nicht weiter aufgebaut. So, jetzt gucken wir mal. Der Markt genau an dem Tief geschlossen. Mal sehen, ob wir das Hoch hier rausnehmen. Und dann würde ich über dem Hoch dann schon relativ schnell gucken, ob wir dann dort rauskommen aus dem Trade. Also gucken, was passiert, wenn der Markt jetzt das Hoch rausnimmt. Ja, im Hintergedanken, wenn ich mal auf den 1-Minuten-Chart gehe, denke ich mal, sieht man so ein bisschen den möglichen Abwärtstrend hier, gegen den wir jetzt gerade handeln. Ja, also wir sehen ja hier ganz gut die
die Bewegung, Konsolidierung, Bewegung, vielleicht hier Konsolidierung, vielleicht mal kurz hoch an dieses Hoch dran und dann vielleicht Bewegung. Deswegen hier oben für mich kritischer Bereich. Jetzt, egal wie ich jetzt positioniert bin, ich muss halt gucken, dass ich hier dann, wenn der Markt hier diesen Preisbereich hier nicht wirklich kauft, sondern eher verkauft im Sinne des Trendes, muss ich hier gucken, dass ich dort aus dem Trade dann halt, ja, ist im Sinne meines Risikos dann halt doch rausgehe, dann halt. Irgendwie hakelt das hier wieder gerade. Dass ich halt dann den Trade hier dann doch beende, auch wenn ich halt nur 2 € vorne bin und muss da halt nochmal neu gucken. Ne? Aber das ist mir jetzt für den Trend halt, für den Trend, den wir hier haben, noch zu hoch. Also das ist dann jetzt schon zu hoch. Das weiß ich natürlich nicht, während ich hier einsteige. Was jetzt so ein bisschen positiv hier an der ganzen Geschichte ist, ist, wir haben hier zweimal Außenkerzen gegeneinander im Play. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. Wir haben einmal hier die Abwärtsaußenkerze, die hier gerade dasteht. Und wir haben jetzt hier noch die grüne Außenkerze. Beide laufen, sind jetzt gegenläufig. Mal gucken, welche Seite gewinnt. Solange hier die nicht rausgenommen wird, gehe ich davon aus, muss ich auch raus und dann vielleicht gegen den Trend, weil ich hier gegen den Trend bin. Muss jetzt gucken, was jetzt mein Risiko ist, wie ich mich jetzt wohlfühle in der Position. Ja, sollten wir jetzt hier einen schnellen Schnipper kriegen durch die 2,90, dann wäre es noch okay. Ja, Microsoft wäre jetzt Range Play hier gerade. Ja, und jetzt, wie gesagt, im oberen Drittel der 5-Minuten-Kerze wollten wir ja eh raus. Das heißt, ich würde jetzt hier auch den Trade beenden. Ja. Okay. Man kann Teilverkauf machen, whatever. Ja. So, ich bin jetzt raus aus dem Trade. Warum? Grundlage 5-Minuten-Chart. Also haben die Kerze hier doch ganz gut zurückgeholt. Ja, ich mache hier nochmal den 5-Minuten-Chart hier so an. Überlegung war jetzt zu sagen, okay, wenn das hier ein Trend werden sollte, dann wissen wir, okay, wir sollten die Shorts eher im oberen Drittel der Range der vorhergehenden Kerze hier suchen. Ja, das wäre jetzt hier in dem Falle dann hier oben der Bereich gewesen, da wo ich auch meinen Exit genommen habe. Ja, wenn der Markt jetzt hier die Kerze wieder abverkauft und die nächste wieder tiefer geht, was wir ja nicht wissen bei dem Hin und Her. Ja, genau. Und deswegen, das wäre halt so die Idee gewesen, dort zu sagen, ich gehe jetzt raus. Klar, wenn man jetzt überlegt, die Kerze hat nur noch 1 Minute 40. Man kann das auch über einen Stop-Loss im 1-Minuten-Chart vielleicht dann noch managen und vielleicht geht ja auch der Markt raus und geht jetzt so über das Hoch dieser Kerze von 15:45 €. Ja. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, der Trade, wie ich mir das jetzt gedacht habe, aber prinzipiell ist er ja gut aufgegangen. Ja. Sind jetzt 29 € hier geworden. Das war jetzt der Trade. Ja. Und noch schöner wäre es natürlich gewesen, hier in dem grauen Bereich den Long Trade zu haben, wäre noch ein bisschen schicker gewesen, den ich hier als Unterstützungsbereich hier herausgekramert habe. Aber ganz ehrlich, ich bin davon ausgegangen, wenn er auch in dem grauen Preisbereich ist, dann trifft er hier vielleicht auch noch die 60 und geht dann erst hoch. Gut, mal gucken, ob der Markt jetzt hierher kommt, ob er hier dieses obere Drittel wirklich beenden kann. Denn wie gesagt, in einem Abwärtstrend werden die Außenkerzen, und das ist diese letzte schwarze, halt nicht verkauft oder nicht gekauft, sondern wieder verkauft. Und es kann sein, dass der Markt hier, dass es gut war, dass wir hier raus sind. Wir werden es dann gleich mit der nächsten 5-Minuten-Kerze auch sehen. Ne? Gut. So, also leichte Abwärtsstruktur, das Tief ganz gut gegriffen. Wird es ein Turnaround Tuesday? Ganz klar, dann haben wir durchaus möglicherweise auch das verpasst, falls der Markt jetzt hier am Stück halt nach oben geht. Ja, kann natürlich auch sein, wenn das hier so zack, zack, zack. So, also das kann man dann halt erwischen, wenn man halt überlegt, welches Trade Management ich dann persönlich dann anwende. Also ihr könnt ja natürlich auch ein anderes Trade Management anwenden. Ja, und Stop-Loss nachziehen, whatever. Ja, wir gehen runter in den 1-Minuten-Chart wieder. Haben jetzt hier auch am EMA 30 sind wir abgeprallt, falls der Markt jetzt hier im Abwärtstrend wieder runtergeht. Ja, wäre das natürlich jetzt auch ein Trade, wo ich sagen würde, ja, guter Exit. Ja. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus mit dem Exit. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt hier die Plattform mal steht. Gut, dann jetzt haben wir 16 Uhr. Wir gucken nochmal über die Märkte drüber. 16 Uhr. Wir haben hier den Stundenchart, der hat tief geschlossen und der sieht schon eher auch nach Abwärtstrend hier aus.
Ja, vom Tief aus haben wir die Korrektur ja gehandelt und man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen. Ja, also stellt euch vor, nach dem, was wir heute hier im Ausbildungsanteil gerade hatten, ja, wie gesagt, das ist sozusagen jetzt das angewandt, ja, dass man hier bei dem Trend überlegt, der Short im oberen Drittel der 5-Minuten-Kerze, ja, also auch hier das ähnliche Bild. Wer den Short zum Beispiel hier oben gesucht hat, in dem oberen Drittel, wer sagt ab jetzt hier, das ist jetzt für mich hier Short, ja, der kommt bei der Kerze hier entsprechend in diesen Short da oben rein. So, und wenn man sieht, dann fällt der Markt runter, kommt man halt vielleicht ein paar Punkte. Und das könnte genau bei uns genau das sein, was wir jetzt hier gerade gesagt haben. Also das, was ich hier gezeigt habe, dass das vielleicht jetzt mit dem Short, also das, was mein Long Exit war, kann ja für einen anderen auch ein Short Entry gewesen sein. Ja. Okay. So, und halt, fertig. Escape. Ja, Halleluja. Gut, dass wir raus sind. Ja, also hier genau das obere Drittel erwischt. Der Short Entry wäre natürlich noch besser gewesen. Hätte man nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Minuten warten müssen, sondern nur 2 Minuten wären am Ziel gewesen. Ja. Also ich hätte jetzt den Trade auch beendet. Ja. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kenne ich mich. Ja, also es ist wahrscheinlich so, dass ich hier. Ich wundere mich, warum das hier so stockt gerade. Die Kurse hier bei dem Bildschirm, den ich übertrage. Auf welcher Zeitebene, 1 Minute, 5 Minuten, 1 Stunde tätigst du deine Einstellung? Also das jetzt, was ich jetzt hier gerade vorgestellt habe, ist alles hier 5 Minuten Chart only gewesen. Ne? Also 5 Minuten Chart, die objektive Erkenntnis, dass wir haben im 5 Minuten Chart gerade eben gesehen, dass wir das Hoch einer letzten 5 Minuten Kerze gebrochen haben. Davor waren es fallende Hochs gewesen, die sehr weit ausgereizt wurden, sehr, sehr nah an das Hoch dran, aber nie darüber. Und das ist halt manchmal wirklich so knapp, dass man denkt, Mensch, jetzt geh halt da drüber und dann ist mein Long halt safe, weil dann halt weitere Käufe kommen. Aber ihr seht, der Markt konnte das nicht rausnehmen. Die Besonderheit ist jetzt, dass wir eine Außenkerze hatten. Diese 5-Minuten-Kerze ist eine Außenkerze. Na, wieder die verkehrte Farbe. So, damit man die Kerze noch sieht. Das hier ist eine Außenkerze. Und das ist das, was der Markt jetzt hier, ja, wir haben das hochgebrochen, aber wir haben es am Ende dieser Außenkerze nicht gekauft. Und das, was hier mein Exit war, ein Exit von einem Long ist was, ein Verkauf. Wenn man hier den Trade halt umdreht sogar auf einen Short Trade, ja, dann ist man hier sogar im Trend mit drinne. Und im 5-Minuten-Chart ist es ein Abwärtstrend, stark verschachtelt, was typisch ist, ja, viel hin und her, was wir gerade im Ausbildungsanteil hatten. Und im 1-Minuten-Chart hätte es auch noch ein mögliches Setup gegeben, weil im 1-Minuten-Chart das Ganze hier an diesen EMAs langläuft. Seht ihr ja sehr gut. Ja, an diesen beiden EMAs handelt der Markt jetzt hier entsprechend lang. Ja, und auch hier genau getroffen und hier genau getroffen. Ja, und da hat man auch eine Möglichkeit, damit zu handeln. Ne? Warum wir hier paar nochmal 20, 30 Punkte. Und dann ist man halt raus aus dem Trade und dann ist halt wieder fertig. So. Ja, wie gesagt, Markt, Charakter, plötzliche, schnelle 1 bis 5 Minuten Schübe, die dann abrupt anhalten, eventuell komplett korrigiert werden oder wo es dann halt weitergeht. Also ich weiß jetzt nicht, warum der Markt jetzt hier wirklich so lange, also irgendwas hakelt da. Vielleicht muss ich, es war das letzte Mal schon, vielleicht muss ich doch mal auf den MetaTrader 5 hier switchen. Genau, EMAS hatte ich gesagt, es steht in der Präsentation drinne, 30 und 100, 1-Minuten-Chart. Geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, der 30, es ist halt einfach, ihr könnt natürlich auch 25 und irgendwas nehmen. Am Ende muss man sagen, man sollte sich jetzt nicht darauf versteifen, dass man jetzt an dem EMA zwingend lang handelt. Es geht ja darum, die Struktur zu erkennen, ja. Und die Struktur zu erkennen, so dass man ja, dass man halt einfach sieht, okay, was geht. Also wie bin ich auf die immer 30 und 100 gekommen? Ich habe einfach mir die reingelegt und habe dann einfach immer mal so im Monat, also weiß ich, man guckt jetzt den ganzen August zurück
Und guckt sich, bei welchem EMA lief es denn am schönsten? Also wo gab es eine lange Bewegung, wo dieser EMA gepasst hat? Weil natürlich funktioniert dieses EMA-Getrader ja auch nur, wenn der Markt entsprechend wackelt. Also das heißt, wenn die Algos oder die Trader halt die den EMA jetzt nicht haben, aber ihre Orders in einem Rhythmus aufgeben, der halt genau zu diesem EMA halt passt, dann funktioniert der logischerweise auch ganz, ganz auf ganz magische Art und Weise. Aber das liegt jetzt nicht daran, weil wahrscheinlich die Algos auf dem EMA handeln, sondern es liegt einfach daran, der Markt hat einen Rhythmus und der EMA und beides passt zusammen und dann funktioniert das ganz gut. Ja, und als Beispiel, ich hatte ja gerade das Bild hier vom Freitag gezeigt, das ist auch der EMA 30 und 100 und ihr seht, ja, wenn man denn sowas halt, ups, und jetzt, Bild weg, wenn man halt dann sowas, wo auch immer das Bild jetzt ist, genau. Wenn man das dann gesehen hat und das einfach mal sich ein paar EMAs da reinlegt, ja, und dann bin ich halt bei 30 und 100 geblieben. That's it. Wie gesagt, diese Kreativität kann ich jedem nur empfehlen, auch selber an den Tag zu legen, um halt nach vorne zu kommen. Also, ich meine, ihr habt ja alle, man hat ja die Daten da. Also, man hat ja den Chart da und kann ja dann nach Auffälligkeiten im Chart suchen. Und ganz ehrlich, das, was ich euch gesagt habe, gerade eben mit diesem Ausbildungsanteil, da bin ich auch nur drauf gekommen, weil ich mir die Charts hernehme am Abend. Zwar heute nicht mehr so intensiv wie vor vielen Jahren noch, als ich mit dem Trading angefangen habe. Aber genau deswegen komme ich zu diesen Schlussfolgerungen, weil man sich intensiv mit dem Chart auseinandersetzen muss. Der Klick am Ende, das, warum ich klicke, das ist nur den linken Mauszeiger oder den rechten Mauszeiger. Oder Zeigefinger, rechten Mauszeiger, den rechten Zeigefinger, halt einfach nur ein paar Millimeter nach unten drücken. Ja, das ist keine große Kunst. Das ist auf alle Fälle nicht traden. Traden ist nicht klicken. Klicken kann jeder. Wie man ja manchmal so sagt, klicken kann auch jeder Affe. Ja, oder jedes kleine Kind. Aber der Klick sollte sozusagen der geistige Erguss dessen sein, was man im Chart sieht. Ja, und dann mit der Erwartungshaltung, dass es halt aufgeht. Das ist das, worum es geht. So, okay, also hier stockt's gerade. Wir kommen gerade wieder hoch. Also wir haben hier den Abwärtstrend. Also wer hier in diesen Impuls hinein seinen Trade beendet hat, denke ich mal, ganz guter Trade. Wir gehen mal auf den 5-Minuten-Chart oder ich mache es mal jetzt so. Ich mache mal hier beides an, 1 Minute und 5 Minuten the same. Also hier und dann sieht man das Bild eigentlich ganz gut. Wir gucken mal. Ich lege jetzt noch mal hier das Fibo da an. So, an diese 5-Minuten-Kerze und da haben wir jetzt schon wieder, sind wir hier schon wieder im oberen Drittel angekommen. Mal gucken, ob der Nasdaq sich das hier holt. Na, ich mache hier einfach nur so ein bisschen so das obere Drittel. Passt ja auch weiterhin gut mit dem Dings zusammen, mit dem gleitenden Durchschnitt. Ja, könnte man hier vielleicht nochmal für einen Trade vielleicht hier nutzen. Wenn sich das Ganze hier mal bewegen würde. Ich weiß nicht, warum sich das Ganze hier nicht bewegt. Und wisst ihr, was auch total komisch ist? Ja, schon gut. So. Okay, alles gut. So. Also wir tun mal hier diesen Bereich hier weg. Also wir sind wieder ins obere Drittel der letzten Kerze reingelaufen, im 1-Minuten-Chart sogar in der Außenkerze. Mal sehen, ob der Markt jetzt hier sich wieder runter bewegt. Quatsch, was mal hier. So, dann gucken wir hier nochmal kurz. Habe ich ja noch gar nicht reingeguckt. Fragedefinition Außenkerze. Außenkerze ist eine Kerze, die außerhalb der Handelsspanne der Kerze davor schließt einfach. Ja. Können wir auch nochmal schnell zeichnen. Wir gucken jetzt mal, also was jetzt da passen würde in Kombination wäre das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze rausnehmen, plus nicht das obere Drittel der Abwärtskerze davor unbedingt rauszunehmen und dann mal gucken und dann den Short vielleicht reinzubekommen.
Schauen wir mal, ob wir das jetzt vielleicht hier sogar treffen. So, ich habe mir jetzt den Schrott hier reingepackt. Also wir sind über das Hoch der 5-Minuten-Kerze drüber gegangen. Ja. Mal sehen, ob es jetzt hier nochmal runter geht. Ja. Gesagt, was natürlich auch sein kann, ist, dass der Markt halt hier erst das Hoch dieser Breiten rausnimmt, aber das wäre jetzt halt cool, wenn der Markt halt hier so stehen bleiben würde, um dann zu fallen. Das sieht jetzt nicht ganz danach aus. Aber wir haben jetzt erst eine Position drin, da könnte ich den Stop auf 40 machen. Mal gucken. Weil hier würde ich auch nochmal durchaus im Blick haben wollen, wenn wir das Hoch dieser Kerze hier erreichen. Also wie gesagt, die haben das ja vorhin auch sehr, sehr weit ausgereizt. Wie gesagt, wenn es da drüber geht, muss ich dann gucken, wenn der Markt nochmal runterkommen sollte, ob man dann halt den Short entweder nochmal aufbaut oder dann halt rausstellt. So. Ja, wie gesagt, sehr, sehr verschachtelt das Ganze. Und das war ja auch gerade im Ausbildungsanteil, dass wenn der Markt halt, dass viele Trades auch oftmals im ersten Blick ein hohes Risiko haben, aber in der Nachbetrachtung gar nicht so ein hohes Risiko. So, das wäre jetzt hier sogar ein Einstieg im Trend Short, den ich sogar handeln könnte. Das wäre mir aber für einen Positionsaufbau zu nahe. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Also, das wären nur 5 Punkte höher und jetzt 500 Punkte, nur 5 Punkte auseinander. Eine zweite Position macht jetzt für mich nicht so den Sinn. Aber jetzt müsste Folgendes passieren. Vielleicht ich schalte ja nochmal auf den 5-Minuten-Chart. Only, damit man es nochmal sieht. Jetzt wäre es natürlich so, dass er in den nächsten 2 Minuten halt runterkommen sollte. Ja, wir hätten die lange 5-Minuten-Kerze hier deutlich ausgereizt. Ja, und das wäre jetzt natürlich das Schöne, wenn die am besten Falle ihre weiße Farbe noch auf schwarz dreht in den 2 Minuten. Das wäre natürlich richtig schön. Wenn das langsam nicht passiert, dann schaut mal unten rechts in den Stundenchart. Dann kann es auch sein, dass die Stunde umdreht auf weiß und dann könnte vielleicht sogar auch wieder das Tief der letzten Stunde auch gekauft werden. Da würde ich jetzt schon mal so ein bisschen so aufpassen, dass man da guckt. Also wir brauchen ein bisschen Drive auf der Unterseite. Ja. Also bräuchte jetzt nochmal die Trendfortsetzung hier oben bei Apple oder auch bei Microsoft, dann wäre es okay. So, Außenkerzen machen wir dann nochmal danach. Genau. So, mal gucken. So, S&P sieht nicht ganz so knorke aus mit abwärts. Das macht eigentlich unser Dow. Oder der Dow, nicht unser Dow. Oh, der ist nach oben ausgebrochen. Aha. So, jetzt kommt der Markt runter. Jetzt haben wir wieder ein Plus. Und jetzt wäre es halt schön, letzte Minute, wenn da halt ein bisschen Drive auf der Unterseite kommen täte, dass wir auf alle Fälle hier darunter bleiben. Ja, sieht nicht ganz so prickelnd aus. Gehe wieder hoch. Ich glaube, ich muss den Trade hier irgendwie so. Also man hat es jetzt gerade gesehen, wir waren kurz im Plus. Aber leider stockt die Software hier und da, klar, ich hätte jetzt den Trade beenden können, aber das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen. Ne? Also wir gucken jetzt mal, wie die letzten 30 Sekunden. Also mir gefällt der Close mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, wenn er jetzt nicht in den 30 Sekunden hier noch auf unseren Entry runtergeht. Wir schauen mal, was mit Beginn neuer 5-Minuten-Kerze passiert, aber da müssen wir dann halt gucken, wenn da jetzt mit neuer 5-Minuten-Kerze der Drive nach unten nicht kommt, dann muss man halt entsprechend rausgehen. Ja. Gut, wir gehen hier nochmal runter auf den 1-Minuten-Chart. Hier sieht man, im 1-Minuten-Chart passt das immer noch mit dem EMA1, also mit dem Short. Und ja, wir brauchen jetzt nicht den Push hier auf der Unterseite. Jetzt kommt er hier, also ich sehe es im Future hier rechts, sieht man es ja schon, ist der Markt schon tiefer. Leider hält das hier irgendwie an. So, jetzt haben wir hier, jetzt kommt die neue 5-Minuten-Kerze. Die läuft jetzt hier gerade. Und da pusht das ganze Ding jetzt hier runter. Wir können jetzt hier unten, können wir mal einen schon glatt stellen.
So, ich habe jetzt ein CFD beendet und dann seht ihr hier, der Break-Even liegt jetzt über dem Hoch. Jetzt könnte ich den Trade halt so managen, dass ich sage, hier an dem Hoch bin ich plus minus null, habe die Chance vielleicht in dem Trend, ja, also hier in dem Abwärtstrend. Wo ist mein Stift? Habe hier vielleicht die Chance, falls sich doch ja einen Trend ausbildet. Zack. Ach Mensch. Falls sich hier ein Abwärtstrend ausbildet, diesen vielleicht zu reiten, bis hier in diesem Bereich, in den nächsten Unterstützungsbereich. Wie gesagt, gerade eben waren wir kurz davor. Ich bin jetzt unten rechts im Stundenchart kurz davor, dass wir das kippen. Und jetzt kam aber zur richtigen Zeit am EMA wieder dann doch noch der Verkaufsdruck rein. Ja, und jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So. Jetzt kann man hier sogar, jetzt kann man ja überlegen, leider, ich muss wahrscheinlich mir mal einen anderen Chart aufmachen, der richtig ist, weil wie gesagt, das stockt hier extrem. Mal in meinen echten noch 1-Minuten-Chart. Mal gucken, ob ich hier noch. Also hier ist mein echter 1-Minuten-Chart noch vom Nasdaq Future. Damit ich ja, so weit wieder auseinander das Ganze. Na gut, also. Man kann jetzt hierher gehen, am letzten Tief würde ich tendenziell trotzdem nochmal was beenden. Also ich mache es mal so, dass ich hier unten einfach nochmal was beende am lokalen Tief. Ups, mal hier 0,5. So, 0,5 hier unten nochmal beenden. So, ich habe jetzt eine Limit-Pullback-Order drin. Wahrscheinlich wird das jetzt hier nicht gut ausgeführt werden. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier runterrutscht, dann kommt, seht ihr das? Er zieht jetzt die Buy-Stop-Order noch ein bisschen mit nach unten. Er hat sich gerade jetzt ein paar Ticks nach unten bewegt. Und wenn der Markt jetzt da unten rutscht, dann ist es ganz cool, weil dann zieht es diese Order halt mit. Ja, jetzt sieht man hier, rechts rutscht es schon. Ja, dann seht ihr, rutscht das Ding hier mit runter. Ja, wie gesagt, dadurch, dass das hier leider nicht so, weiß nicht, warum es hier hakelt. Habe ich sonst eigentlich nicht. Gut, also unter das Tief, in das letzte Tief gefallen. Der Trade ist damit zum Teil raus, sind nur noch 0,5 drinne. Ihr seht, mein Break-Even von dem Trade ist jetzt da oben und jetzt kann man hier den Stop-Loss auch auf plus minus 0 setzen oder von mir aus hier irgendwo hin und sagen, das ist noch das, was ich abgebe. Wir wissen ja, bei dem starken Hin und Her, ja, ist jetzt eher mit ansteigenden Kursen zu rechnen. So, ich setze den mal hier an dem Außenkerzer. Also wir jubeln das. Ich versuche jetzt mal hier in dieses Thema der Außenkerzen reinzukommen. Vielleicht nicht irgendwie lassen. Aber der Außenkerzen, ja, wir lassen das über der höchsten Außenkerze hier drüber. Genau. Also läuft natürlich dann auf null zurück, aber wir haben ja jetzt durchaus einen Gewinn gesichert. Ja, also, oder ihr seht das hier oben, ja, im Gesamttrade haben wir jetzt hier 32 Euro im Plus. Wir haben jetzt bereits gesichert, safe 28 Euro, ja, und der Rest wäre halt null. So, also falls der Markt jetzt hier wirklich diese Außenkerze ausstoppt. Aber ihr seht, wir switchen jetzt hier nochmal in den 5-Minuten-Chart und dann seht ihr das auch nochmal. Ja, dieses stark überlappende und wer da zu spät drinne ist, oder am Tief drin ist, stellt euch mal vor, man wäre jetzt erst am Tief Short gegangen und da, wo wir ausgestiegen sind, geht man erst rein. Ja, und der Markt kommt hier von da unten wieder komplett hochgelaufen. Ja, ich mache hier nochmal den letzten Teilverkauf. Ja, ihr seht, ja, wir sind da unten ausgestiegen. Wie gesagt, der Trade wäre eigentlich ein bisschen früher raus, aber das funktioniert ja gerade nicht. So, und dann haben wir den Teil ja auch da unten so beendet. Ja, und ihr seht jetzt, wie weit der Markt wieder runterkommt und alles, was schwarzer Kerzenkörper war, wird hier komplett Lunte in den letzten 20 Sekunden. Also das ist schon echt ein ziemlicher Affenmarkt. Und da nicht unterzugehen, ist schon eine hohe Kunst, ja, dass man da das von der richtigen Seite halt angeht. Ne? Gut. Und bis jetzt von der Struktur her ist es ein, ja, ich nenne das Kasse-Order. Der Markt fällt halt geht 3 Schritte runter und kommt hier 2 oder 2,5 zurück, bevor der wieder runtergeht. Ne? So, mal sehen, ob er jetzt den ganzen Lunte wieder abverkauft oder wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird man, egal wie, hier trotzdem ausgestoppt. Also ihr seht, auch hier am Beispiel, es macht fast gar keinen Sinn, den Trade in diesem Umfeld
versuchen laufen zu lassen, weil der Markt kommt 100 Mal an eurem Entry vorbei und wahrscheinlich, wenn ich meinen Stop sogar hier hochlege, kann es auch sein, dass ich halt früher oder später wieder ausgestoppt werde. Ja. Also wenn wir jetzt wirklich Glück haben und der Markt holt das Hoch der letzten 5 Minuten Kerze nicht, dann haben wir wirklich Glück. Ja, und das hat nichts mit Können zu tun. Dann war es halt möglich, dass das als Korrektur hier der Anstieg erreicht hat und dann ist okay. Ja. Alright. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn ihr Probleme habt oder sagt, okay, ich verstehe es nicht, dann schreibt mir das. Wie gesagt, wir gehen noch gleich nochmal auf die Definition Außenkerze ein. Wie gesagt, schön, also optimal, was wäre optimal gewesen? Da gab es aber halt, also jetzt mal raus, auch mit dem Rest. So. Also theoretisch wäre der Exit jetzt unser neuer Einstieg, wer jetzt nach dem EMAS handelt, ja, dann wäre das ja sogar der neue Einstieg. Also sieht jetzt right im 1-Minuten-Chart jetzt aus. Oder es wäre auch ein Einstieg möglich, wenn man jetzt hergeht und überlegt, okay, was haben wir gerade vorher gehabt? Über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze wäre ja eher Short. Wir gucken einfach mal, was rauskommt. Wenn man jetzt, also ich mache es jetzt nicht, weil ich will jetzt erstmal noch das andere Thema erklären. Aber ihr seht, vielleicht ist das ist dieser Exit ein guter Entry. Wir werden es dann nachher noch uns nochmal angucken. Was wollte ich jetzt gerade, oder? Was war mein Gedankengang? Jetzt habe ich gerade den Gedanken verloren. Ach, Mist. Gut, also ich habe jetzt den Anschlussgedanken hier gerade eben verloren, just. Und wir gehen mal rein in das Thema Außenkerze nochmal. Wie gesagt, das ist nicht jeden Tag Thema Außenkerze. Die Struktur muss halt passen. Wichtig ist mir eigentlich, dass ihr in so einem Markt wie heute, wenn ihr jetzt hergeht und sagt, okay, ganz ehrlich, was ich heiße Tom, so Tom, wenn man sich jetzt selber fragt, wie hättest du heute gehandelt, ist das eine Stärke von dir und du hast vielleicht gemerkt, dass du selber in den letzten paar Tagen mit diesen Märkten halt absolute Schwierigkeiten hast und suchst nach einer Lösung, dann kann das ja vielleicht ein Ansatz einer Lösung sein. Es wird wahrscheinlich nicht die Lösung des Problems jetzt prinzipiell darstellen, aber es kann vielleicht mal zum Nachdenken anregen. Ja? Also wenn man merkt, okay, eigentlich wäre ich heute oder man ehrlich zu sich selber ist und sagt, puh, mit so Märkten habe ich extreme Schwierigkeiten, wäre eigentlich hier sang- und klanglos theoretisch untergegangen. Heiko Behrendt hat es jetzt hier so ein bisschen gemanagt das Ganze und jetzt ist trotzdem irgendwie ein Profit entstanden, ja, und sah vielleicht am Anfang, ich hätte die Trades nie gemacht, aber sehe trotzdem, dass sie dann aufgehen. Jetzt ist mir auch der Gedanke eingefallen, genau, ich hatte ja überlegt, sogar hier nochmal den Trade aufzustocken, wenn der Markt nochmal ein bisschen höher gekommen wäre. Ich hätte das Einstiegssignal hier unten gehabt für die zweite Position. Ich habe aber gesagt, und das ist ja eigentlich das, was man im Trade Management ja machen möchte. Wenn ich jetzt zwei Positionen oder drei Positionen eingehe, dann will ich die ja nicht auf einem Level. Ich will ja damit sozusagen einen guten Average-Kurs bekommen. Wenn ich jetzt nur 5 Punkte Unterschied habe, dann ist der mein Durchschnittskurs nur 2 Punkte besser. 2 Punkte besser ist ja jetzt mal ganz knapp der Spread. Ja? Das heißt, ich habe dort keinen Vorteil. Ich habe am Ende, wenn es doch nicht aufgeht, nur mehr Risiko. Wenn der Markt natürlich jetzt 10 oder 15 Punkte gegen mich läuft und ich nehme dann eine Position rein, dann ziehe ich mir die jetzt schon 7,5 Punkte nach oben und habe hier vielleicht dann doch einen Vorteil, weil wenn der Markt dann plus minus null ist von meiner ersten Position, könnte ich ja sogar schon im Gewinn aussteigen. Aber so 5 Punkte nur Unterschied, die gleiche Position reinnehmen, ist so eher, ja, also klar, wenn es ins Gewinn läuft, kann man immer sagen, da hätte ich gerne so viel wie möglich an Position, aber das wissen wir ja nicht. Es geht immer ums Risiko. Ja. So, okay. Dann kam gerade, ja, also der Markt hat sich hier vom EMA kurz mal 10 Punkte wegbewegt, schießt aber, kommt hier aber schon wieder hoch. Also wir sind hier so ein bisschen, schaut mal hier oben die Apple-Aktie. Seht ihr das, was die für ein Turnaround versucht? Klar, das ist, also ich, wie gesagt, man muss ja mal ein bisschen aufpassen. Die Microsoft-Aktie ist zu 100% noch schön im Short-Trend drinne. Ja, also wenn die nicht nach oben kommt und die Apple steigt und der Rest auch nicht mitsteigt, dann wird es schwierig für den Markt halt zu steigen. Aber prinzipiell, wenn halt einer dieser großen Big-Werte eine Kauforder drinne hat, also wirklich, also mal als Beispiel, die Apple-Aktie wird überhaupt nicht mehr runterkommen und die als Aktie komplett jetzt nach oben weggeht, so richtig steil. Also es gibt immer wieder,
Ja, es muss heute nicht sein, aber aus so einem Ding heraus kann natürlich auch eine richtig starke Kauforder entstehen, so. Und dann kann der Markt immer noch fallen, weil dieser Wert nur 13% ausmacht, aber typischerweise wird der Markt dann irgendwie mitsteigen. So. Also somit würde ich da schon minimal aufpassen. Also der Short ist immer noch intakt, ja, aber falls wir sehen oder es entwickelt sich irgendwo eine Kauforder, dann halt ein bisschen aufpassen. Und wie gesagt, die restlichen drei darunter sind ja noch im Abwärtstrend drin. Also hier, Short am EMA hätte jetzt gepasst. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt auch wieder. Habt ihr wieder festgestellt, was passiert ist? Erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze ist eigentlich der Trade. Ja, also die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze kommt immer der Ballermann. Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man hier beide Zeiteinheiten zusammen hat. Also wie gesagt, ich habe das Thema, ja, also seht, ja, und sowas muss euch auffallen. Wo ist die höchste Vola? Erste Minute neuer 5-Minuten-Kerze, erste Minute neuer 5-Minuten-Kerze, erste Minute neuer 5-Minuten-Kerze. Wenn man den Chart ganz objektiv mal betrachtet und solche Zusammenhänge erkennt, kann man das halt auch irgendwann mal für sich nutzen. Ja, also selbst wenn man jetzt den Short eingegangen hat, sagt man sich, okay, wir sind jetzt eigentlich zu früh drinne, aber wir warten jetzt mal den Beginn der ersten 5 Minuten, der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kerze ab. Das war schon zweimal der Ballermann, vielleicht auch ein drittes Mal. Und siehe da, kam jetzt sogar ein drittes Mal. Und man hat vielleicht einen schlechten Trade wieder oder einen guten Trade kann man beenden halt. Ja. So, und das kombiniert alles. Jetzt wird es ja ganz verrückt. Das kombiniert, passt ja alles zusammen. Also kombiniert nochmal mit dem Ausbildungsanteil, den wir heute hatten. Über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze, wenn wir unterstellen, wir sehen leicht abwärts, wir sehen, wenn der Markt fällt, dann nimmt er das Hoch einer 5-Minuten-Kerze raus, ja, und fällt halt dann. So. Und das hat er ja hier auch gemacht. Er hat das Hoch halt rausgenommen. Ich war nicht bereit, mein Stop-Loss in Verlust reinzulegen. Aber mein Exit wäre auch am Ende, das weiß ich jetzt, ein guter Entry gewesen. Ja. Das wiederum passt ganz gut zusammen mit dem EMA-Trading, also am gleitenden Durchschnitt entlang, ja, leichter Abwärtstrend. Wie gesagt, trotzdem Vorsicht, gucken, wenn die Apple nicht mehr mit runterfällt, ja, vielleicht so ein bisschen die Idee, dass die Shorts immer nur so temporär durchgehen, aber halt sehr weit korrigieren könnten. Ja, also, dass halt immer der Short, so wie auch gerade eben, ja, so wie hier gerade deutlich korrigiert, weil halt oben rechts, das sieht man jetzt nicht, aber die Apple-Aktie halt mit ansteigt, wenn da die anderen Werte nicht mitfallen, dann wird es halt schlecht. Natürlich, wenn die Apple jetzt anfängt mitzufallen und der Rest hier auch so deutlich mit runter, also weiterhin so abwärts bleibt, ja, oder die Tesla hier unten, ja, so schön im Trend, dann ist klar, dann kann es auch mal richtig mal eine schöne lange 10-Punkte-Kerze runtergeben und dann stellt man hier seine Limits rein und lässt sich halt rausnehmen und dann ist fertig. Ja. Ja, also wir sehen, die Struktur, also die Urlaubsstruktur und das Handeln in diesen Märkten hin und her passt eigentlich, sag ich jetzt mal, ganz gut. Ja, und trotz dieses hässlichen Chartbildes kann man sich was zusammen kombinieren. Die Vola ist ja da und ja, Optimum zu optimieren gibt es immer was. Ja, das ist ganz klar. Aber ich finde es jetzt mal heute gar nicht so verkehrt in so einem Markt, in so einem Gehampel, da. Vielleicht sogar cool wäre natürlich gewesen, hier nochmal einen Trade, vielleicht irgendwie nochmal 10 Punkte oder 20 Punkte zu holen, weil das ist halt auch für mich immer eigentlich was Schönes als Trader, wenn ich doppelt von ein und derselben Strecke partizipiere. Also das heißt, ein Short Trade an der Stelle von da nach da, Nummer 1 und noch ein Short Trade nochmal von da nach da, dann habe ich hier einen gewissen Teil doppelt mir rausgeholt als Gewinn, ja, und habe damit einen richtigen Vorteil im Markt, weil ich doppelt an ein und derselben Strecke verdient habe. Also ich könnte auch mal wieder versuchen, wenn die Struktur halt bleibt, versucht vielleicht auch das Doppelte. Auch wenn es nur 2 Punkte sind, aber ihr habt doppelt an ein und derselben. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn ihr doppelt an ein und derselben Strecke verdienen könnt. Ja. Macht mehr Sinn, als doppelt an einer Strecke zu verlieren. So. Gut. Sehr gut erklärt. Vielen Dank dafür. Ja. Vielen Dank fürs Feedback. Ja. Also, schönes Geschwurbel hin und her. Schade, dass hier, warum auch immer, mein Ding hier so, der Kurs nicht so gut läuft hier in der Webinar-Software. Also hier in
Der Meta-Trader, das nervt mich ein bisschen gerade, muss ich mal so sagen. Ja, jetzt kommt hier doch noch ein bisschen Dampf rein. Also ihr seht hier, guck mal hier, Tesla, die machen ganz schön die Biege. Machen wir kurz ein bisschen groß, damit wir das sehen. Boah, schön die Biege. Gleich am Tagestief von gestern hier. Die haben Verkaufsorder drin. Also wenn das mal keine Verkaufsorder ist. Also hier, Tesla, wie gesagt, so High-Beta-Wert, wo viel auch umgeht, wo prozentual auch einiges geht. Also wenn jetzt hier noch ein paar mehr draufhauen, wird es auf einmal gerade düster. Interessant. Ja. Aber wie gesagt, man darf da nicht zu voreilig sein. Das entwickelt sich alles Schritt für Schritt. Wichtig ist, also ich glaube, ich würde hier auch, also der Long hier unten hat mir schon nicht so gut gefallen. Die Short-Seite war schon besser. Ja, wäre sicherlich hier auch. Und auch wieder, ich glaube, auch wieder passend mit der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, aber kam, glaube ich, wieder der Push. Also, wie gesagt, das ist auch ein ganz typisches Bild, ja, dass sowas halt immer wieder vorkommt, ja, und sowas auf die Sekunde getimt ist, wirklich wahr, auf die Sekunde getimt ist, weil entsprechende Algos halt nach Zeit, also Zeit und Volumen und Preis sind halt die maßgeblichen Dinge, ne? Ja. Ach, schade, dass das hier so. Ihr seht ja auf der rechten Seite schon, wie das da runter geht. Wir können ja mal ganz kurz, ich mache mal hier einen anderen Chart kurz auf. Wir gucken uns das mal ganz kurz hier an. Hier, da seht ihr wieder den Beginn der neuen, das ist jetzt hier der Future, aber das ist ja, das ist der, oh nee, ist die 2. Minute. Ah, die 2. Minute war es. Ja. Wir können ja hier, kann ich sogar in die Sekunde reingehen. Können wir 5 Sekunden Chart hier aufmachen. Ja, die 2. Nee. Halt, nicht 5 Minuten. Sekunde. Zack. So. Nee, genau. 16:30. Ja. Bums. Da war sie. Die Kerze. Punkt 16:30. Ja. Da ist er. Da hat es kurz gerumpelt. 500 Kontrakte in 5 Sekunden durchgejuckelt. Wahnsinn, gell? 5 Sekunden. 500 Kontrakte. Und hier unten ging sogar 1000 fast durch dann, oder? Wie viel? Ja, 600. 763. Naja. Genau. Ja, und so schweift der Markt gerade doch konstant halt so leicht nach unten. Okay. Gut, damit wäre es so ein bisschen, ich hoffe. Wie gesagt, für mich ist das Ziel hier sozusagen erklärendes Trading, Ausbildungstrading ja, zu zeigen. Geht mir jetzt hier nicht um den Gewinn. Ja, und das haben wir doch, denke ich, ganz gut hinbekommen. So, dann gab es hier noch ein paar Fragen. Jetzt kommt hier richtig nochmal. Oh, hier, der, jetzt geht es hier richtig los. Jetzt seht ihr hier, also jetzt haben hier wirklich welche Schmerzen und zwar. Achtet mal hier drauf, rechts, ich halte mal kurz das Bild an, das kann jetzt so sein, dass, oh, wo ist jetzt mein Stopp hier? Das geht so schnell. Genau, achtet mal da drauf, und zwar habt ihr es gerade gesehen. Hier so, kurz hoch, zack. Und zwar habt ihr gerade gesehen, kam die Marke Sell-Order hier durchgepusht, da. Und ihr seht, dass hier sogar auf der rechten Seite, also wo die Käufer sind, sogar so eine Lücken zusammenbleiben. Und wenn ich hier im Future handle, kann ich sowas sogar handeln. Im CFD ist es nicht ganz so gut zu handeln, weil es zu schnell geht. Aber das Krasse ist, wenn man sowas sieht und der Markt kommt hier von da unten aus, also von da unten aus, mein Beispiel fällt hier durch, kommt dahin nicht mehr zurück, dann haben wir hier einen Käufer, Verkäufer drinne, der halt ziemlich Schmerz halt hat. Und dann gibt es hier immer solche kleinen, so Inseln, sage ich, und dann wieder, wo der Preis dann wieder seitwärts geht. Vielleicht sehen wir gleich nochmal so eine Insel. Ja. Naja. So, mal gucken, wenn jetzt der nächste Drive hier kommt, wie es dann pusht. Mal gucken, wenn der noch nicht fertig hat. Ja, aber geht einiges. So, kommt der nächste. Der nächste. Ja, hier unten steht jetzt ein bisschen was drin. 50 Kontrakte schon. 70, ja. Mal sehen, jetzt müsst ihr wieder, dann unten wird es dann ganz schnell, dann wird rechts eine Lücke gerissen und wenn die dann hält, dann wäre es eigentlich ganz gut. Also dann wären wir weiter in diesem Push-Modus drinne, ja, wo halt Market deutlich verkauft wird.
Gut, also am Ende muss man prinzipiell sagen, wir haben die Abwärtsbewegung ganz gut erkannt. Wir haben das Hin und Her und das Überlappen der Kerzen rausgenommen und wer mindestens mal so ein bisschen den Ausbildungsanteil berücksichtigt hat und dem vielleicht auch noch ausgefallen ist, dass es oft die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze ist, wo halt Bewegung entsteht, der wäre, glaube ich, heute ganz gut da durchgekommen. Und wenn man dann auch noch den Short mal überlegt, dass man Shorts sucht über dem Hoch einer 5-Minuten-Kerze. Also man muss da jetzt nicht einstecken, weil ich weiß ja auch nicht, wie weit die hoch geht, aber wenn man zumindest vielleicht sieht, der Markt kommt da hoch und fällt dann runter, dass man dann vielleicht überlegt, oh, da oben den Short zu suchen, macht auf alle Fälle mehr Sinn in diesem Marktumfeld derzeit bei dem Gewackel, als halt am Tief den Short zu suchen. Ja? Also da, wo vielleicht andere hier unten Short gehen, da haben wir mit 20 Punkten oder ich hier mit 20 Punkten den Trade schon mal zum Teil rausgeleert. Okay. Na gut, kam jetzt kein weiterer Push. Jetzt kommen wir wieder hoch zu der Lücke. Mal gucken. War es denn schon wieder kurz? Ja, aber es war ein interessanter Push auf alle Fälle. Ja, wir sind relativ tief. Schaut mal, oben rechts haben wir den Tagesschart und ja, wir kommen jetzt hier in die Lunte von dem Tagesschart hier rein. Also wenn die auch noch bricht und wir jetzt da drunter bleiben, dann sieht es eigentlich, klar, am Ende des Tages kann es auch immer wieder umdrehen noch, aber das wäre schon durchaus was, wo man dann sagen kann, ja, vielleicht ist das mal jetzt hier Korrekturtag und kann ja auch noch ein zweiter kommen. Wir werden sehen. Ja. Okay. Gut. Oh, wir sind ja noch gar nicht am Overnight-Tief. Ist das das Overnight-Tief? Ja? Nee, das von gestern, würde schon sagen. Tagestief von gestern, ja. Sorry. So, also gestrige Bewegung hier platt gemacht, von wo aus die Bewegung losging. Das wäre auch noch meine Idee. Auch hier unten könnte unter Umständen auch trotz alledem, auch wenn der Markt jetzt hier fällt und solange die Abwärtsbewegung intakt ist, RWE-Aktie hat immer noch kein neues Tagestief gemacht, die anderen schon. Also das wäre auch immer noch mal ein Thema. Also das, was ich im 5-Minuten-Chart gesagt habe, pa passt auch bei sowas, also bei lokalen Hoch- und Tiefpunkte. Ja, nicht immer. Solange der Trend, also solange es wir halt der Abwärtstrend ist ganz klar intakt, aber wir haben jetzt einen interessanten Preisbereich rausgenommen und hier unten kann unter Umständen halt wieder ja unter dem Tief Longs kann mehr Sinn machen in so einem Markt, der halt hin und her geht, als unter einem Tief Short zu handeln. Also das kann auch für jeglichen Bezugspunkt halt, also ich habe das euch ja im 5-Minuten-Chart erklärt, aber es kann halt für jeglichen Bezugspunkt halt auch durchaus funktionieren. Solange halt, das ist immer die Bedingung dafür, solange der Trend nicht massiv weitergeht. Ja. Also kann natürlich sein, dass der Markt hier nur ganz kurz hochgeht und dann geht der Abwärtstrend halt weiter. Das ist ja das Problem, was wir dann halt oft haben, dass wenn der Trend weitergeht, dass man trotzdem schnallt, ey, ich bin hier gegen den Trend gerade long. Ja, und das muss man halt erkennen. Aber für das Trading kann das in diesen Phasen gerade durchaus trotzdem gut sein. Nur als Beispiel nehmen wir hier oben das mal. Klar, das sehen wir immer alles erst in der Nachbetrachtung, aber nur als Beispiel, nur von der Denke. Wir nehmen hier auch ein letztes Hoch raus und das war das höchste Hoch. Und ab da ist der Markt halt gefallen. Ja, so. Und deswegen da halt immer so ein bisschen aufpassen, immer die Frage stellen, was passiert, wenn der Markt halt lokale Hoch- und Tiefpunkte rausnimmt. Ja, wir sind da durchgefallen, aber wenn die Korrektur richtig gut wird, kann es auch immer noch mal, ich weiß es nicht, aber es kann halt immer noch mal auch diesen geben. Why not? Alles möglich. Gestern ist der Markt ja auch 60 Punkte gefallen und dann wieder, wie so ein Idiot ist er ja nicht, aber halt wieder gestiegen. So. Genau. So. Okay. Und wenn wir Short suchen wollen würden, oder wenn ich hier long bin, auf was habe ich zu achten? Ja, egal ob ich long bin oder noch nicht gehandelt habe, wenn ich hier irgendwie den Long halt suche, dann achte ich jetzt auf Folgendes. Was wissen wir? Okay, wenn es der Short-Trend ist, dann muss ich darauf achten, was passiert. Entweder hier am letzten Tief oder am oberen Drittel dieser 5-Minuten-Kerze. Sollte ich da vielleicht meinen Short schon wieder beenden, mein Long beenden oder der vielleicht noch auf einen Entry wartet, hätte ja eine Option, falls er unbedingt da Short gehen möchte. Ja, entweder im oberen Drittel halt Short zu suchen oder wenn der Markt vielleicht mit der neuen 5-Minuten-Kerze nochmal das Hoch hier rausnimmt und dann hier oben drüber den Short zu suchen, falls der Markt nochmal runterfällt. Und dann muss er ja gar kein neues Tief machen. Selbst wenn der Markt dann nur ein paar Punkte runterfällt, hat man trotzdem den Vorteil auf seiner Seite. Und wir werden halt so lange jetzt mit der
Kasse, solange sie halt hier abwärts gerichtet ist, sind wir halt dann erstmal mit dabei. Ja, also mit diesen drei Werten auf alle Fälle. Aber dran denken, was ist, wenn einer dieser drei Werte oder alle drei Werte plötzlich fertig sind und plötzlich, und das sollte man heute mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, weil die Apple will halt nicht fallen, falls die nochmal eine Kauforder reinkriegt. Ich weiß es nicht, am Ende kann die auch noch verkaufen, aber Fakt ist, sie hat noch kein neues Tagestief gegenüber den anderen, die schon neues Tagestief haben. Und da würde ich halt aufpassen. Wenn sie dann auch noch ein neues Tagestief macht, klar, dann darf es auch noch mal ein bisschen weitergehen, habe ich auch nichts dagegen. Ja, also am Ende drehe ich auch immer die Meinung wie die Fahnen im Wind, weil am Ende will ich ja immer eins, ich will ja dem Markt folgen und nicht, ja, wenn es gut läuft, ja, immer versuchen, dem Markt zu folgen. Da muss ich mich halt auch immer wieder umdrehen. So. Alright, alright. Dann war noch eine Frage. Heiko, orientierst du dich nicht bei DAX Trading am Dow? Nö. Ich habe, also ja, ich habe die US-Indizes auch mit offen. Ich habe die US-Indizes mit offen. Ich habe auch meistens so den Nasdaq mit offen. Der Dow, irgendwo in der Bildschirmecke ist der auch immer mal da. Aber am Ende gucke ich halt nur so grob, okay, die Amis fallen halt und wenn ich dann sehe, dass der DAX halt so ein bisschen mitgeht, dann mache ich da halt auch mit. Aber prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass ich halt immer diese Korrelation trade. Also nur weil der Dow fällt, gehe ich jetzt nicht her und sage, der DAX muss fallen. Am Ende hat DAX und Dow, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt keine Überschneidung von den Einzelwerten her. Ja. Klar, gewisse Branchen tun sich so ein bisschen überschneiden, aber prinzipiell kann jeder Markt am Ende das auch machen, was er gerne machen möchte. Sie hängen, korrelieren halt immer wieder zusammen oder miteinander, aber auch immer unterschiedlich. Also mal ist vielleicht die Korrelation nur 40%, mal ist sie 60%, mal vielleicht auch 80%. Ja, also da muss man das so ein bisschen aufpassen. Genau. Aber prinzipiell, ja klar, ich meine, der Ami-Markt ist halt, man sagt ganz grob, um den Faktor 10 größer als der DAX. Und deswegen habe ich da auch ein Auge mit drauf. Ja, aber viele machen es ja so, die gehen her, sagen, der Dow fällt, ich gehe mal short im DAX, der muss ja jetzt mitfallen. So, und dann steigt der DAX, dann steigt der Dow wieder, plötzlich steigt der DAX noch viel mehr. Ja, war das nicht heute früh so? Der DAX ist ja, weiß jetzt nicht, wie stark gestiegen. Ich meine, das kann man sich ja alles, braucht er ja nur die Charts übereinander legen. Dann seht ihr das ja, wie unterschiedlich vielleicht manche Märkte dann halt laufen. Ja. Okay. So, jetzt erkläre ich aber nochmal das Thema Außenkerze, damit das auch nochmal abgeschlossen ist, habe ich nicht vergessen. Und dann widme ich mich nochmal bitte ein paar Fragen, wenn ihr noch welche habt. Ich gucke auch bei Twitch rein, also für die, die bei Twitch sind, stellt mir ruhig die Fragen, werde ich mir gleich nochmal angucken, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt. Wenn es überhaupt noch übertragen wird, das weiß ich ja gar nicht. Ich habe es jetzt gerade nicht offen. So, Außenkerze. Genau, Thema Außenkerze. Machen wir nochmal ein weißes Blatt Papier auf. Also, viele Kerzen sehen ja so aus. Ich mache die mal jetzt nicht ausgefüllt, die Kerzen, sondern einfach so. Also wir haben eine Kerze. Ah, doch, ich mache es ausgefüllt, dann kann ich das anders schneller zeichnen. So. Wir haben irgendeine Kerze, egal welche Zeiteinheit das jetzt ist. Und oftmals sieht die nächste Kerze irgendwie so aus. Ja, passt jetzt nicht ganz. So. So. Ja, so. Und die davor gehende, keine Ahnung. Machen wir mal eine rote hin. So. So, dann sind das halt so alles so Innenkerzen. Ja, also Außenkerze ist es, sind das jetzt nicht. Was wäre jetzt eine Außenkerze? Eine Außenkerze wäre zur vorhergehenden Kerze oder zum Maximum, das muss man dann so ein bisschen halt überlegen, wäre das die Kerze, die halt außerhalb so einer Kerzenformation schließt. Wäre so eine Kerze zum Beispiel. Das wäre eine Außenkerze, weil sie außerhalb der Handelsspanne, machen wir es hier mal blau, außerhalb der Handelsspanne zur vorhergehenden Kerze schließt. Also der Schlusskurs hier unten. Ja, dieser Schlusskurs hier unten ist außerhalb der Handelsspanne der vorhergehenden Kerze. Das kann man auf jeder Zeitebene anwenden. Ja. Und dann ist das eine Außenkerze und jetzt wäre halt für uns typisch, dass der Markt dann halt in dieser Außenkerze konsolidiert und dann im Abwärtstrend halt wieder weitergeht. Ne?
dann wieder gucken, oberes Drittel, das macht rein risikotechnisch halt für uns halt mehr Sinn. Wenn der Trend wirklich weitergeht, weil das Chance-Risiko-Verhältnis auf unserer Seite liegt, wenn wir hier oben einen Trade halt erwischen, ja, und wir gucken uns das Chance-Risiko-Profil an, ja, rein nur von der Statistik her wäre das hier unser Stop und das wäre unser Exit oder unser Target, ja, plus halt noch mehr, wenn es halt weiterfällt. Dann sehen wir es halt positiv. Versus jemand, der sagt, ich steige hier unten Short ein. Nehmen wir mal nochmal den prozyklischen Trader. So. Der prozyklische Trader, der hier unten den Short halt nimmt, also an der Stelle hier, ja, der hat halt schon mal den Stop da oben liegen. Und jetzt muss der Markt ja erstmal das noch fallen, also diese Strecke noch fallen, damit wir überhaupt, wenn viele reden ja immer CRV1, ja, dann muss der Markt ja erstmal das, die ganze Strecke nochmal runterfallen. Wenn er jetzt nur bis dahin fällt, dann seht ihr, wo das Chance-Risikoprofil ist. Und das vielleicht nochmal auch eine Idee oder das auch, also erklärt ja auch der Andreas auf dem Twitch-Kanal, warum er halt gerne gegen den Markt geht, weil das Chance-Risikoprofil, wenn der Trend nicht weitergeht, liegt immer auf der Seite des Traders. Wir als Trader sind vom Prinzip her Risikonehmer. Wir nehmen Risiken an Punkte, wo andere nicht bereit sind, das Risiko einzugehen, das nehmen wir als Trader, also institutionelle Trader nehmen ja auch Risiken auf, an Punkten, wo jeder denkt, will ich nicht. Ja, und wenn die halt in einer gewissen Art und Weise da sind und der Markt dann auch wirklich noch in die andere Richtung geht, ja, dann ist der Vorteil immer auf der Seite des Traders. Das heißt natürlich jetzt nicht, was ist jetzt los? Das heißt natürlich nicht, dass man damit keine Stops hat. Will ich nicht. Das ist meine andere Software. Dass man hier entsprechend den Vorteil sozusagen, also dass man keinen Ausstopper hat. Weil wenn der Trend natürlich weitergeht, wird auch der Ausbruchstrader oder der prozyklische Trader hat natürlich auch seine Vorteile, weil wenn der Trend ja einfach von da oben aus konsequent halt geht, also das, was wir jetzt ja auch aufwärts gesehen haben im DAX, jetzt über diese vielen Tage und Wochen, wenn der Markt halt so komplett nach oben geht, hat natürlich der prozyklische Trader ganz klar den Vorteil. Aber wir als Intraday-Trader sind eigentlich eher die Trader, die eigentlich, wenn sie das Tief kaufen, das Hoch verkaufen, durchaus den Vorteil haben. Und wir können ja auch einen Hoch verkaufen, nämlich das Hoch hier. Wenn wir das verkaufen, sind wir ja auch trotzdem prozyklische Trader, weil wir halt in der Korrektur den Short eingehen. Und wenn dann der Markt fällt, dann haben wir den Vorteil auch ganz klar auf unserer Seite. Und vor allem da, wo das Volumen fehlt in der Urlaubszeit, um wirklich lange Trendbewegungen zu generieren. Ich meine, klar, wir haben Trends, ist gar keine Frage, aber sie kommen ja vielleicht ein oder zwei Bewegungen am Tag, aber sonst die Mehrzahl des Tages, ah ja, der Markt ja hin und her. Oh, der Andreas ist hier. Andreas schreibt, ich dachte, eine Außenkerze ist, wenn man auf dem Balkon eine Kerze hinstellt. Das stimmt auch. Das ist auch eine Außenkerze, wenn sie frei im Raum steht. Genau, ja. Also das nochmal so als Idee. Wie gesagt, solange die Märkte halt in solchen Schwüngen halt sind, kann antizyklisches Trading ein deutlicher Vorteil sein. Man darf nicht vergessen, wenn der Markt stark in einem Trend ist, und dann kann es natürlich nachteilig sein. Also jeder Trade hat ein Risiko und wir können nur das Risiko managen. Ja. So. Gut, also wenn wir uns jetzt hier den Markt dann nochmal mit den Außenkerzen betrachten, um das nochmal aus der Theorie in die Praxis überzuleiten, kann man sagen, ist das eigentlich die ein, also das ist eine Außenkerze, ja, weil sie außerhalb dieser Eröffnungskerze geschlossen hat. Diese Kerze, und jetzt kommt es halt drauf an, setze ich das, der Teufel steckt im Detail, setze ich das in Bezug zu dieser Außenkerze? Oder wenn ich das jetzt zu diesem Tief hier setze, kann man sagen, war gar keine Außenkerze. Für mich ist es eine Außenkerze. Sie wurde sehr hoch korrigiert und das war ja hier unser Short Trade gewesen. Und alles da drinnen ist erstmal Konsolidierung innerhalb dieser Kerze. Konsolidierung innerhalb dieser Kerze. Und dann gab es hier das ist jetzt keine Außenkerze, die hier, die nächste, jetzt weiß ich halt nicht, wie die aussah. Ja, die Kerze hier ist dann halt wieder die Außenkerze. So. Und jetzt sehen wir hier, jetzt haben wir ja die letzte Außenkerze auch rausgenommen und jetzt
müsste, würde ich jetzt anfangen zu gucken. Wir haben jetzt hier eine weiße Außenkerze, halt eine grüne. Ja, und hier würde ich jetzt gucken, was ist, wenn der Markt jetzt runterkommt, und hier könnte sich jetzt vielleicht anfangen, auch das Bild umzudrehen, dass halt in dem unteren Drittel, wenn diese Kerze hält, vielleicht auch dann der zweite Entry hier, also dass der Markt vielleicht nochmal hier runterfällt und dann aber hier aufbaut und dann vielleicht höher geht, vielleicht noch einen Trendwechsel macht und am Ende des Tages vielleicht sogar ein Turnaround Tuesday, who knows, also ich weiß es nicht. Ja, aber das ist halt das, worauf ich jetzt dann schauen würde. Ja. Und das könnt ihr aber in jeder Zeiteinheit halt auch machen. Ja, könnt ihr auch im Stundenchart auch anwenden, wenn wir jetzt den Stundenchart aufmachen. Ja, dann habt ihr auch diese Kerzen. Ja, ist halt dann für manche halt auch interessant. Ja, im Stundenchart genau das Gleiche. Gibt manchmal richtig eindeutige Situationen, manchmal hässliche Situationen. Ja, und das muss man halt immer sehen. Ja, wenn man hier will, lange Außenkerze. Ja, oder hier dieser lange Docht auf der Oberseite am Ende. Per Schlusskurs konnte diese Außenkerze nicht verlassen werden. Also, obwohl der Markt so deutlich nach oben gegangen ist, per Ende der Stunde waren wir wieder in der Range, also innerhalb der Außenkerze wieder drin. Dann Außenkerze nach unten, ja, deutlich das Tief rausgeholt, danach halt eine Kerze in Kerze. Und hier gab es dann zum Ende des Handelstages dann nochmal eine nächste Außenkerze. So. Ja. Genau, und für mich ist es eigentlich schön, wenn man sowas zum Beispiel hier sieht. So eine Außenkerze hier sieht und wir sehen, dass der Markt dann diese halten kann. Das ist immer für mich oft, ich achte darauf, es funktioniert nicht immer, ganz klar, aber es ist für mich halt ein Hinweis, eine Struktur im Markt, dass wenn solche Dinger gehalten werden, dass wir vielleicht Tendenzen haben. Und hier seht ihr, das sind jetzt zwar alles keine Außenkerzen, aber wir sehen hier zumindest stetig steigende Tiefs. Das nennt sich. Das, was wir am Freitag gesehen haben, das nennt sich ein One-Time-Framing-Up. Das heißt, hier waren wirklich Akteure über den ganzen Tag aktiv, die halt es nicht zugelassen haben, dass der Markt halt fällt und dann schleicht er halt so nach oben. Ja. Genau. So. Und darauf ist das so ein bisschen, wo ich immer den Fokus drauf lege. Genau. Und ja, und auch hier waren wir jetzt deutlich weg nach unten. Und es kann aber sein, in 8 Minuten. Ja, dass wir zu der letzten Außenkerze am Ende gar nicht außerhalb schließen. Und dann sind wir wieder, bleiben wir in der Konsolidierung dieser Kerze dann drinnen kleben. Und das könnte wiederum bedeuten, dass vielleicht die Kerze sehr, sehr deutlich gekauft wird. Also dass vielleicht sogar wieder bis hier hoch geht, oberes Drittel dieser Kerze hier raus. Und dann fällt es erst. Kann auch passieren. Ja. Oder wenn man so will, wurde ja per se diese Außenkerze hier, wie gesagt, ich will euch nicht verrückt machen. Es gibt Tage und es wird Phasen geben, wo man damit nichts anfangen kann. Aber prinzipiell per Schlusskurs haben wir diese lange Außenkerze noch nicht im Tief rausgenommen, sondern nur temporär. Ja, das war dieser Unterstützungsbereich, den ich heute auch eingezeichnet hatte. Nur temporär rausgenommen. Ja, mal getestet. Und das kann natürlich für risikoaverse Leute, die tief kaufen, der perfekte Entry sein, um hier nochmal in den Trend reinzukommen, wenn das Tief halt hält. Ja, das hat ja war gestern ein guter Bereich. Wer weiß? Vielleicht haben wir jetzt gerade schon das Tagestief für heute gesehen und ab jetzt geht der Markt bis 22 Uhr nur nach oben. Ja. Kann aus so einer Situation alles passieren. Gut. Also sehr, sehr starkes Reversal hier. Also ziemlich gut gemacht oder fies gemacht, finde ich, das Ganze. Ja, es kann natürlich auch sein, dass das heute gestockt hat, weil ich einfach zu viel Datenfeed offen habe. Ja, ich habe heute gerade noch ein Video für ein Coaching abgedreht und da war noch eine, war hier hinten diese Plattform hier rechts noch an und vielleicht war es auch so ein bisschen viel. Jetzt läuft es ja hier, gab es jetzt keinen Hänger mehr. Also ich glaube, es liegt daran, dass ich hatte 3 Datenstreams heute offen, vielleicht deswegen. Gut, dann ich gucke noch mal in den Twitch-Kanal rein, wie es da bei euch ausschaut, ob da eine Frage kam. So, okay, hier war noch was. Naja, mit Hoch und Tief rausnehmen meine ich halt immer nur das Hoch, also das Hoch dieser einen 5-Minuten-Kerze oder Stundenkerze, das ist Hoch und Tief rausnehmen, ja.
Ich habe heute so viel dazugelernt, ein Wahnsinn. Das freut mich, kriege ich doch gleich Gänsehaut. Ja. Also wie gesagt, mein Ziel oder auch das vom Andreas bei Twitch ist es ja am Ende, euch mehr oder weniger in die Profitabilität oder zu unterstützen, zu zeigen, wie wir es halt machen. Ich meine, ich bin am Ende auch. Ich habe auch natürlich genauso mit allen Sachen, die auch ihr habt, zu kämpfen. Aber wir haben halt ein paar Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel und können die auch mittlerweile so verpacken, dass es halt bei jemandem hängen bleibt oder zum Anregen oder zu einer Veränderung im Trading führen kann. Und im besten Fall halt positiv, dass halt die Zahl derer, die halt nicht profitabel sind, halt entsprechend geringer wird, was schon eine Monsteraufgabe ist. Ja. Genau. Ja. So, okay. Ganz klassisch, also hier wäre ja durchaus. Das müsste man jetzt gucken. Also, das ist jetzt nochmal eine interessante Situation. Wir haben jetzt ja gleich die Stunde fertig. So. Ganz klassisch bei mir in dem Grundkurs, wo es ja die Sommeraktion gab, das wäre jetzt hier ein relativ klassischer Einstieg im Trend bei mir nach unten. Jetzt kommt aber der Fakt ja hinzu, und das muss ich jetzt überlegen, wenn der Markt, also das Tief bricht, das ist erstmal die Voraussetzung, muss erstmal tief der 5-Minuten-Kerze brechen, ne? Das ist erstmal die Voraussetzung dafür. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir jetzt keinen wirklichen Trendmarkt mehr haben sollten, nur als Beispiel, dann wäre ja unter dem Tief einer 5-Minuten-Kerze, was würden wir dann oder nach was würden wir gucken? Nämlich nach Long. Und jetzt muss ich das halt für mich dann in ein Risiko übersetzen, zu überlegen, ich habe hier die Außenkerzen, also ich habe eine dynamische Aufwärtsbewegung, bin ich denn bereit? Klar, ich habe das Setup, Einstieg im Trend, aber auf der anderen Seite muss ich jetzt überlegen, wenn man jetzt auch weiß, der holt vielleicht nur das Tief raus und kommt nicht tiefer, wie manage ich das Risiko, falls der Markt nämlich diesen hier macht, nur runtergeht, diese Außenkerze hier hält, ja, diese Außenkerze hier hält und dann höher geht und wir von hier unten aus anfangen, einen Aufwärtstrend auszubilden. So, dann holt er mich da unten nur rein und das war's. Wenn ich das Risiko dort eingehe eines Short Trades und sage mit neuer Stunde, ja, die neue Stunde zum Beispiel, die müsste ja wieder, wir gucken nochmal rechts, also macht man das Auge rechts runter in den Stundenchart. Ja, so sieht er, so würde ja dann, so müsste jetzt die neue Kerze aussehen. Und wenn ich jetzt nochmal überlege, vielleicht kommt nochmal ein Büppel oben dran. Der Büppel hier oben dran bedeutet, dass der Markt erstmal nochmal steigt. Und dann muss man halt sehen, wie manage ich das? Also, das ist die ganze Kombinationsgeschichte da drumherum. Und würde ich diesen Short Trade da oben eingehen, würde ich meinen Fokus sehr deutlich auf diesen Preisbereich hier legen, ob der Markt da durchgeht. Wenn der da nicht irgendwie also rumzuckt, bin ich relativ schnell bereit, auch den Trade plus minus null platt zu stellen, weil ich weiß, es kann unter Umständen passieren, dass wir nur das Tief rausnehmen, die Außenkerze hält, ja, und dann es weiter hochgeht. Ja, also das wäre halt eine Möglichkeit. Jetzt geht zwar hier runter, ja. Aber darauf würde ich jetzt achten. Also wenn ich bereit bin, also hier dieses Risiko zu einzugehen, dann habe ich den Fokus auf alle Fälle da drauf, auf diese Kerze hier oder dann hier unten auf die. Ja, so. Und wenn der dort rumgezuckt hätte, habe ich trotzdem die Chance, plus minus null rauszukommen, weil ich weiß, wenn er diese Außenkerze hält, ja, weil die ja außerhalb der Kerze davor geschlossen hat, dann weiß ich ja trotzdem, ja, da muss ich aufpassen, wenn der Markt da nur reintaucht und sofort wieder hochzieht, dann habe ich vielleicht ein Problem und dann würde ich hier auch den Trade ganz schnell eng abstoppen. Ja, und wenn ich halt plus minus null bin, fliege ich da plus minus null raus oder vielleicht bin ich auch bereit, hier unten sogar schon einen Teilkauf zu machen, also an dem Tief hier. Ja, das kommt dann aufs Trade Management an, was auch immer man denn dort handeln möge. Ja. Gut. Ja. Oder also deutlich runtergezogen und nochmal hoch. Also wie gesagt, so ein bisschen heute komischer Verlauf hier zwischen, also in der Kasse, so ein bisschen, jeder macht so ein bisschen so seins von den Einzelwerten. Ja, also leichter Abwärtscharakter, bis auf die Apple, die nicht so will. Deswegen glaube ich, es wird schon irgendwie so ein bisschen ein hässlicher Markt bleiben. Also man sollte, denke ich mal, sich auf seine Take-Profits da fokussieren, was mitnehmen, was geht und raus und dann lieber doppelt und dreifach versuchen vielleicht als auf eine lange Strecke. Man kann immer Glück haben, die eine 10-Minuten-Bewegung zu erwischen. Muss man halt mal gucken. Ja. Gut, dann wären wir heute 17 Uhr sogar eigentlich ziemlich pünktlich fertig. Also ich bin eigentlich durch vom Reden her. War für mich ein extrem
ein gutes, spannendes Webinar. Schön, dass das, was vorher im Schulungsanteil so ein bisschen, klar, ich kann das nicht vollumfänglich erklären, ich könnte zu jedem Setup wahrscheinlich 2 Stunden referieren, aber dass man zumindest vielleicht mal live sogar noch mal sehen konnte, wie diese Gedanken, die man in dem Schulungsanteil hatte, wie die auch live umgesetzt werden konnte und dann auch noch sogar ein bisschen aufgegangen ist, das Ganze. Ja, genau. Das ist für mich eigentlich das Schöne an dem heutigen Webinar. Ja. So, dann hoffe ich, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Und das nächste Webinar ist ja gar nicht in allzu weiter Ferne, denn dadurch, dass wir jetzt das ja im August hier verschoben haben, findet das nächste ja ganz klassisch am ersten Dienstag im September des neuen Monats statt, nämlich am 6.9. Am Montag ist sogar Feiertag, da ist Labor Day. Montag, der 5.9., da haben die Märkte bis 19 Uhr noch offen, die US-Märkte. Sehe ich ja gerade auf meinem Big Zettel. Gut, ich gucke nochmal ganz schnell zu Twitch, aber ich glaube, da sind wir dann auch soweit durch. Ja, gut. Vielen, vielen Dank für das ganze tolle Feedback. Freut mich wirklich sehr. Ich bin gespannt, wie der Markt das heute noch fertig ausspielt. Und denkt dran, vielleicht, wenn ihr Lust habt, morgen früh ab 8:30 Uhr erkläre ich auch so ein bisschen, ja, immer den DAX, macht da einen Ausblick. Ihr könnt das Ganze auch nachlesen. Auf meiner Homepage vielleicht nochmal am Ende darauf hingewiesen. Da findet ihr das ja auch, die Ausblicke unter den Tagesanalysen. Und wenn ihr da Lust drauf habt, 8:30 Uhr, Andreas streamt das ja auch auf Twitch. Dann seht ihr ja auch hier, wie ich da so denke. Das war der Ausblick heute. Schade ist, der Markt ist, glaube ich, ja heute im Hoch bis 13.949 gelaufen. Die 3 Punkte hätte er eigentlich heute noch machen können, der Sack. Hat er nicht. Schade. War so ein Ziel gewesen, die 52. Naja, wie dem auch sei. Wie gesagt, ich wünsche euch für heute auf alle Fälle erfolgreiche und gute Handelsentscheidung noch oder dann morgen ab 8:30 Uhr. Ich verabschiede mich an der Stelle. Aufnahme hat geklappt und wenn alles gut gegangen ist, könnt ihr euch das Ganze, den ganzen Lernstoff und auch die Umsetzung dessen ja dann nochmal bei YouTube anschauen. Lasst dann auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Ja, und dann sehen wir uns halt spätestens, wenn ihr mögt, dann wieder am 6.9. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Heiko. Bis dahin.